Herzlich willkommen, Zuschauerinnen und Görler, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in der Görlinghalle Thun zu der zweiten Playoff-Runde. Es hat schon ein Spiel stattgefunden, heute Mittag um 12 Uhr. Ein paar von euch haben das vielleicht schon gesehen. Jetzt am Abend um 7 Uhr findet die zweite Runde statt, hier in Thun. Wir übertragen das Spiel Luzern gegen Langenthal bei den Damen. Auf dem Nebenring findet ebenfalls das zweite Spiel bei der Herren-Playoff-Runde statt zwischen Bern und Genf. Das Spiel hat gerade angefangen. Langenthal hat den Draw-Shot-Challenge gewonnen und somit der letzte Schei im ersten Ende. Luzern hat das Spiel eröffnet mit einem roten Stein ins Haus. Und Langenthal hat mit einer Corner Guard darauf antwortet. Im Bild sehen wir Anna Gut, Entschuldigung, die Lead spielt. Schön, Anna. Gut. Sorry, was hast du noch gehabt? Okay. Okay. Almost the same as the other one, huh? Yeah. Gut. Nice, Anna. Langenthal als Lead spielt Larissa Hari. Ja, und das Spiel ist eigentlich klassisch losgegangen mit einem Stein ins Haus, einer Corner Guard, einem zweiten Stein ins Haus von den Luzerner. Und dass jetzt hier der Takeout daneben ist, ist recht ungewöhnlich für mich. Das kann aber natürlich immer passieren. Am Anfang des Spiels geht es auch darum, die Verhältnisse ein bisschen lernen zu kennen. Die beiden Teams haben zwar können einspielen, jedes Team hat 9 Minuten zur Verfügung vor dem Spiel, sich einspielen zu sein, lernen zu kennen. Gut so. Okay. Und doch gibt es leichte Veränderungen während dem Match oder halt eben vom Einspielen zum Spielbeginn. Nichtsdestotrotz geht es jetzt darum, nochmal einen Takeout zu spielen. Wie ein Feldscher. Stefanie Berse. Mit dem Ziel, vielleicht sogar zwei Rote zu eliminieren. Und aber selber mit dem gelben Stein im Haus. Nehmen zu bleiben liegen. Vielleicht sogar da mit einem kleinen Wick hinter die gelbe Gard. Und das ist ziemlich perfekt gelungen. Sehr fast ganz. Sieht es hier schön, der Stein ist ein bisschen versteckt. Sagen wir so 3/4 hoffen. Und die Luzerner gehen da nicht viel Risiko ein, spielen den Stein weg. Die Marina Lörtscher als Nummer 2 für die Luzerner. Hier wäre man auch noch glücklich gewesen, wenn der Stein ein bisschen nach rechts gewickt wäre, dass er auch im Haus liegt. Okay, ich glaube, Länge ist gut. Okay. Gar nicht so viel? No, it was inside. Okay. Und Langenthaler spielt Take auf den Shot. Mit wieder der Chance, einen Weg zu machen. Hinter die beiden Garden sich zu verstecken. Sehr schön gespielt. Ja. Gut kommuniziert auch. Hinten geht ja beim Curling darum, dass man die Länge und auch die Linie kommuniziert. Einblendet sehen wir die beiden Teams. Linke Seite die Langenthaler mit der Linienfeldscher Beli als Kick, Caro Howald, Stefanie Berse und Larissa Hari.
gecoacht wird das Team vom ehemaligen Nationaltrainer von der Schweiz, von Al Moore. Back 12. Ganz erfahrene Truppe, das Backhand. Faster. Und auf der rechten Seite die Luzernerinnen. Hier auf dem Bild links noch Selina Vitonke, der eigentliche Skip von dieser Mannschaft. Leider oder zum Glück, kommt immer ein bisschen darauf aus, welcher Perspektive man es anschaut, ist Selina aber hier nicht dabei. Sie ist mit der Schweizer Nationalmannschaft bei den Juniorinnen an der WM in Kanada. Darum wird das Team skippt von der Jana Stritt. Als Nummer 3 daneben Helena Mattis, Marina Lötscher und Anna Gut. Und Coach auch hier auf dem Bild, Miriam Ott, eine bekannte Grösse im Schweizer Girling. Sie kann hier sicher der jungen, aufstrebenden Equipe sehr gute Unterstützung bieten. Wir sind wieder zurück im Spiel. Die Luzernerinnen haben einen Come-Around gespielt. Probiert den so ein bisschen in einen Winkel zu dem Gelben zu legen. Fast ein bisschen so, wie es jetzt die Langenthalerinnen haben gemacht. Nein. Wir sehen den Rotstein der Luzerner, der zu lang war. Vor vier. Und das ist der zweite Versuch. Dort nochmal einen sogenannten Freeze oder Corner Freeze herzulegen. Sonne out! Vor der vier! Die anderen! Gut, los! Mit Gute! Von der vier! Rücken! Gehört und sieht man schön, Kommunikation. Von der Länge. Von der vier! T-Line. Ja, perfekt gespielt. Super, Eli. Nice. Und ebenfalls perfekt gewischt stehen. Schön, Eli. Tipptopp Teamleistung. Noch ein Tap. Ist gut. Das ist Bernie's Expression. Sneak, ich wenig haben kann. Ja. Ich bin nur drifted. Carol Howald, die Nummer 3 von den Langenthalerinnen, spielt jetzt hier Takeout auf die Guard mit einem Wicke zu Haus. Das ist die Variante B. Angestrebt hat man wahrscheinlich den sogenannten Runback gerade oder relativ gerade vorne auf den Stein, dass er hinten den Roti mitnimmt. Ist aber auch so eine gute Variante. Der Roti liegt jetzt offen. Und die Luzernerinnen sind fast gezwungen, einen zweiten Stein ins Haus hineinzulegen. Es geht nicht beide, oder? Oder schon? Falls ein bisschen weniger. Aha. Mensch, er liegt eh. Dann geht's. Also nein, wir haben es versprochen. Wir sind nicht sicher. Nein, wir müssen meinst du? Aha, nein. Eine andere Variante ist auch, man kann spielen, wo wahrscheinlich auch so gespielt wird, der Takeout auf der Ort, dass der hintere Gelbe weggeht. Okay. Der Mitte wird sogenannt verklemmen, dort bleiben liegen. Ja. Und Rot hat trotzdem zwei Steine Schott, einen dritten noch im Haus. Und das macht doch auch Druck auf die Langenthalerinnen. Diana Stritt, reinkommen ins Team. Linie ist gut, Steve! Line is very good! Linie sehr gut! Gut, die Girl! Nein, Linie ist super! Line is really great! Bis ganz acht! Wie über die Linie, also wie ganz acht! Dort, wo der Stein läuft, kommuniziert wird. Die Länge ebenfalls. Und da ist wichtig, dass der Stein auf der gleichen Höhe ist, sagt man. Also so, wie er jetzt gespielt ist, dass nicht ein Winkel entsteht für einen möglichen Doppel-Take-Out. Kannst du recht noch wischen? Ich habe echt gehockt. Schön war, ja. Das sind auch wunderbare Steine für Wischer, Wischerinnen, wenn der Spieler ihnen gut abgibt in einer optimalen Länge, können die Wischer noch mit ihrer Arbeit dort herziehen, wo er muss. Und auch das ist Teamarbeit. Pina Felcher hat sich jetzt entschieden, ein Come-Around zu spielen. Ein Take-Out würde aus ihrer Sicht nicht viel bringen. Sie strebt ja mit dem letzten Stein
ein Zweier an. Und darum geht sie jetzt auf Angriff, spielt den Come-Around hinter ihre eigene gelbe Guard, so dass die Luzernerinnen Mühe haben oder eine schwierige Situation bekommen, da rauszuspielen. Das ist ein schöner Angriffsstein. Zeugt von Selbstvertrauen, von Mut und ist aus meiner Sicht auch die richtige Entscheidung. 13-3. Kommt da wieder auf die Länge drauf ab. Sieht schön, wie ihr reingehört. Go, Marina! Ab der Thailand darf der Gegner wischen. Das ist ein bisschen zu lang. Ja. Nein, ich würde glaube fast nicht. Ja. Oder nur so vorne zu öffnen. Oder so offen. Wir legen schon zu öffnen. Ja, aber kann sie nicht machen. One. Get one. Because this one. Yeah. Good. I think it's okay. Or you can go there, but then she has this one. I think I've never licked it. Ja, und da haben wir jetzt ein paar Varianten. Es ist möglich, einen Stein einfach da auf diese Position zu spielen. Für den Weg zum Draht zu blockieren oder den Gegner zum Leger zu zwingen. Man könnte auch nochmal, bevor ich Inja hat probiert, direkt hinten dran zu legen. Ihr müsst aufpassen, dass er nicht auf das Mal weiter hinten kommt für ein Doppel. Und jetzt, wie ich höre, haben sie sich entschieden, so eine vor 12 Länge zu spielen, vor 4. Vor 12. Um dort den Weg zum Draw einfach klein zu machen, ja, zu erschweren. Ja, klein ist wichtig. Willst du noch halb versteckt haben? Also der Gut. Das hat man schon gehört, die Linie ist wichtig, das stimmt. Die Länge ist hier auch wichtig, eher aber sekundär. Ich denke, der Stein so vor 8 Fuß, das heisst, Linie ist okay! Ein Platz, der Platz, muss ein bisschen girlen. Wo sind wir? Vor 8, 4! Ein Platz, muss girlen. Okay, nein, Linie ist gut. 8. Linie sehr gut. Elli, er, Elli am Stein. Bis ganz 8. Schön, die Kommunikation. Bis ganz 8, go. Nicht ganz, noch nie. Marina zeigt, wo der Stein her soll. Okay. Okay, schon gut so. Nice. Gut gesehen. Okay. Und auch gerade rechts, wie man sieht, tut die Analyse. Schnell zusammenstehen. Ja, was war es, wie war es. Ja. Für die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Für das nächste Mal. Binja spielt jetzt einen Take-Out auf den Shot. Ja. Aber nicht so zwischendrin. Ganz gerade, also man sieht auf die Nase, wird wahrscheinlich länger zum Shot. Es hat aber auch Platz für einen ganz kleinen Wick gegen ihn zu machen. Und da hört man schön Kommunikation. Und der sieht doch sehr kontrolliert aus. Kleiner Inwick noch. Ein Punkt für Gelb. Somit 1-0 für Langenthal und Luzern mit dem letzten Stein im zweiten Ende. Beim Parallelspiel, im Herren-Playoff, hat Genf den letzten Stein im ersten Ende. Das erste Ende ist vorbei. Genf hat 1 Stein geschrieben, führt eben somit auch 1-0. Und Bern hat den letzten Stein im zweiten Ende. Hier sehen wir schön, das Team steht zusammen, analysiert kurz das erste Ende. Hinten, im Hintergrund, sehen wir die Uhr, die mitläuft. 36, 35, 34 Sekunden. Das heisst, zwischen jedem Ende ist eine Minute Pause, wo das Team sich besprechen kann. Nicht aber mit dem Coach oder mit anderen Personen. Jedes Team hat auch hier 38 Minuten zur Verfügung, für das Spiel zu bestreiten. Das sieht man hinten rechts auch, 34, 25 sind hier noch vorhanden. Die 38 Minuten Länge normalerweise gut.
Und das ist die sogenannte Thinking Time. Das heisst, die Uhr läuft dann, wenn das Team am Überlegen ist, was es soll spielen soll. Also 14:30. Und wenn es dann spielt, läuft die Zeit nicht. Wir sehen hier eine klassische Eröffnung. Langenthal führt bei dem Stein. Spielt somit ins Haus. Das heisst, sie spielen in der Defensive. Und die Luzerner haben den letzten Stein. Suchen ein bisschen die Offensive. Und spielen durch das einen Corner Guard. Wunderbar gelöst. Beide Steine perfekt. Larissa Harry hier mit einer Guard. Binja zeigt an mit dem Besen, wo der Stein soll zu liegen kommen. Die Wischerin hat die Aufgabe zu beurteilen. Ja, muss ich wischen? Nein, muss ich nicht. Die Längenbeurteilung liegt zu einem grossen Teil bei den Wischern. Schön, wie man die Längenangaben gehört. Hinter 4 heisst die Länge, die er jetzt ist. Hinter 8 ist etwa dort. Und hinter 12, hinter am Haus. Hätte mit zu tun, dass der Durchmesser vom Haus 12 Fuß ist. Der Durchmesser vom weißen Kreis, der sogenannte 8 Fuß. Logischerweise 8 Fuß Durchmesser. Und das Blaue in der Mitte 4 Fuß. Und hinten heisst hinter der T-Line. Ganz wichtig, auch für ein Skip, jetzt in dieser Situation vielleicht nicht unbedingt, aber wenn es präzise muss sein um einen Guard um, dann sind so Angaben ganz entscheidend. Ja, der hat jetzt hier vorbeigehen, hinten auf der Rote. Es ist viel gehörlert. Ja, gut. Ist von der Länge her vielleicht ein bisschen kurz gewesen, knapp. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, was mache ich als Luzern in dieser Situation? Ich habe einen im Haus. Langenthal liegt ab Schott. Hier aufzumachen, so ein Peeling zu spielen, ist zu diesem Zeitpunkt sicher die richtige Entscheidung. Jetzt noch schade, ist der Link noch im Haus. Das war nicht so geplant. Er hat sich zu weit draussen getroffen mit dem Spielstein. Deswegen vom Winkel her ist es so rausgekommen, dass der Gelbe jetzt auch noch im Haus ist. Und ich bin nicht ganz sicher, welcher von diesen zwei Second liegt. Ist es der Rote oder der Gelbe rechts? So wie gespielt wird, kann man annehmen, dass der gelbe Second liegt. Andernfalls hätte wahrscheinlich Bini angezeigt, hin auf der Rote noch mal zu spielen. Schöne Wischarbeit. Finde gut. Perfekte Guard. Und auch hier wieder das Peeling. Und Jana wird sicher geschaut haben. Ja, wenn ich den an einem bestimmten Punkt treffe und nach rechts schaue, kann ich vielleicht den Gelb noch mitnehmen. Oh, wow.
Ziel ist sich so wegzuspielen. Das ist gelungen. War es gut gespielt. Und wie gesagt, der rechts wäre noch ein Zeittüpfchen gewesen, Zugabe. Okay. I think I can get a little less, also lesser, also weniger ease. Because it was a bit faster than usual, so it didn't really yeah, go. Yeah, I think you pushed a bit with your hand, but it's okay. Yeah. You can give yourself a bit less ice. I always. Die Garde übergehörlet, jetzt sagt man. Gehörlet zu viel. Der Schottstein ist offen. Und aufgrund des Anzeigen hier von der Jana nehme ich wirklich an, dass der Gelb tatsächlich besser liegt als der Rot. Nur überwicken. Wahrscheinlich nur überwicken, dass wir hinten vorbeikommen. Wie schnell? 9. Auch da wieder die gute Kommunikation, wie schnell ein 9 heisst, der Stein soll optimalerweise 9 Sekunden unterwegs sein zwischen den beiden Hoglines. Das trainiert man, dass man da genau die Länge spielen kann, die es braucht. Ja, und das ist jetzt natürlich sehr unglücklich. Kelly. Ja, voll schnell. Etwa 8, oder? Ja. 4. Ja. 14-1. Ja, 14-2. Lange Talerin, da Come-Around gespielt. Ganz wichtig, dass der Stein vor der T-Line liegt. Das finde ich auch gut. Das hat er gemacht. Okay. Vielleicht ist es gleich von der Wendung aus dem Viertel. Ein Stückchen zu weit, vielleicht eine halbe Steinbreite. Finde ich auch. Aber ja. Ein guter Stein. Ja. Hätte sie gerne noch etwas weiter überwicken. Wahrscheinlich auch hinter den Gelben noch etwas berühren. Beide vielleicht sogar rausnehmen. Auf jeden Fall hat jetzt Binja die Chance, okay, den abzuspielen. Schlange fest. Jetzt nach links, ja, hinter die eigene Garde. Also, wenn wir fast noch selber mitspielen. Okay. Ja, ich glaube, du magst fast nicht rausrollen und den rauspicken. Also, weißt du, so weit rollen? Ja, voll. Ist okay. Ja. Schon gut. We didn't have it, no. Also anyway. This is just him. Du hast ein bisschen weit gewickt. Wie viel sind wir? Halb? Die Hälfte, würde ich sagen. Halb offen, sagen sie auch, ja. Fast ganz. Fast ganz. Fast ganz, klingt auch gut. Ja, ein bisschen weniger. Aber mehr als Hälfte. Nur Hälfte. Okay. Und dann ein bisschen da. Roll. Okay. Willst du das Elfi kommen? Hä? Willst du das Elfi kommen? Ja. Wie läuft es? Das ist nur recht. Ist recht. Also voll. Okay. Das ist recht voll. Aber ich bin mir nicht gegen den Menschen hinten. Also was hinter Corner? Ja. Nein. Hinter der Mitte. Haben wir überlegt, 11 kommen. Dann hast du vielleicht noch dahinter. Ja, wenn du gut gehst, kannst du vielleicht dahinter mitnehmen. Bitte, watch. Also, mach einen Hack. Das
Jetzt da noch Diskussion. Also ja, 11 ist ein bisschen schneller als Hack. Hacklänge. Das Hack ist ja dort die Abstoßvorrichtung für das Spielen. Und die Länge vom Stehen hat natürlich auf den Görle Einfluss und sie würden gerne jetzt hinter die mittlere Guard wicken. Das heisst, man müsste wahrscheinlich eher langsamer spielen. Hack, meins gut. Hack, Achtung, ja. Die Kommunikation ist schon da mit der Länge. Die Länge sind gut, Hack. Board ist ein bisschen mehr als Hack. Achtung, ja. 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 Fest. Go, go, go. Da görlet fast ein bisschen viel und kommt auf der anderen Seite wieder vorne. Also das ist schon sehr diffizil. Muss man ganz präzise sein. Gut gefüllter Stein. Da sieht man, wie es doch sehr präzise zuher geht oder muss gehen. Pinja spielt den gleichen Stein wie vorher. Nochmal den Rot eliminieren mit einem kleinen Wick nach links. Wenn Angst spürt, dass er dann plötzlich zu weit draußen bleibt und hinten drauf geht. Ja, klein, ist gut. Kannst du okay. Wie läuft gut, es? Gut, Luzerner schauen, wie es aussieht, wenn ich gerade okay. Auf den Gelb spiele. Bin ich Schott, bin ich nicht Schott? Ja. Muss ich ein nach innen, also nach links wicken? Ja, kannst du machen. Und so, wie ich es verstanden habe, müssen sie also ein bisschen rollen, also ein bisschen wicken. Du? Okay. Könntest du viel? Okay, so ist gut. Doch ein bisschen Pressure Shot gegen 4 Gelbe. Ich bleibe okay, ganz gerade stehen. Ich bin nicht eine angenehme Aussage. Aber es ist doch nicht ganz so klar vielleicht. Ah doch. Okay, ich kann es nicht. Nein, ja. Ist gut? Schön. Gut gemischt. Komm. Nice. Ist also steht hier 1-1 in diesem Spiel. Wenn wir die Rangliste anschauen, haben wir sie hier von den Männern. Da haben wir morgen das Spiel gehabt zwischen dem Bern und Bern-Zeringer. Da ist die Ausgangslage relativ deutlich. Genf mit Punkt Vorsprung, Bern-Zeringer dahinten. Ein bisschen abgeschlagen schon die Berner. Und vielleicht können wir da mal schnell anschauen. Dort präsentiert sich die Ausgangslage ein bisschen ausgeglichener. Heute Morgen war das Spiel zwischen Aarau und Luzern. Da hier sehen wir die Rangliste nach der Round Robin, also nach der Vorrunde. Und in diesem Spiel heute Mittag Luzern gegen Aarau hat Luzern gewonnen. Das heisst, Luzern ist somit auf 12 Punkte gekommen. Und jetzt könnte man hier sagen, wer das Spiel gewinnt, kann sich doch einen kleinen Vorteil verschaffen für die weiteren Playoff-Spiele. Hier ist gut. Mega Gusika. Ja. Denk wie lang? Okay. Ich bin ein bisschen faster. Nein, ja, ist okay. Jetzt fahr dran. Denk wie lang? Schauen. Es geht. Norti, nicht over. So also wieder sehr klassisch, ohne letzten Stein. Super. Defensiv. Man könnte auch einen Vorzug spielen, eine Guard. Das ist im Moment aber noch nicht angebracht. Auch im Rückblick auf das Ende von vorher. Man hat gegen 4 Gelbe einen Punkt müssen machen. Da tut man meistens eher die defensive Variante wählen und nicht angreifen, zumal das Spiel noch
lang geht. Wir sind erst im dritten Ende. Und auch die Corner Guard von der Langenthalerinnen ist klassisch. Machen wir es drinnen? Sie haben den letzten Schrei, sie wollen ein bisschen angreifen. Jetzt kommt der Lady ins Haus. Die offensive Variante, ein Takeout, ja. Bereits angezeigt. Ja. Auf dem Nebenring hat Genf einen Stein können stellen im zweiten Ende, führt 2 zu 0. Takeout, der viel ist gehört. Und sofort ist der Kommentar von der Spielerin, ja, sie hat wahrscheinlich ein bisschen rund oder ein bisschen leise gespielt, ein bisschen wenig Händel. Das Eissig ist schon gut. Dann hat man über die Länge noch rasch diskutiert, dass sie vielleicht auch so ein bisschen zu langsam war, ganz wenig. Und das sind das zwei Faktoren, die machen, dass der Stein einfach mehr gehört. Ja, das gibt eine Banane. Would you guard it? I would. Or huh? Top 12? Guard. Ich weil 12 kann es reinrollen. Finde ich gut. Okay. Finde ich gut. Drei. Tipptopp. Von dieser Seite. Die Langenthalerin hat auf die linke Seite gespielt. Und Diana hat sich jetzt entschieden anzugreifen. Ein Guard zu spielen vor ihrem Shot. Und je mehr Steine im Spiel sind, je offensiver sieht man, wie gespielt. 2 bis 3. 2. 3. 3. Komm nach. Eher vorne. Komm nach. Vorne 12. Das ist fast ein bisschen länger, ist im Haus. Sie wischen jetzt möglichst nach an Schott her, wenn je näher die Steine sind oder wenn sie sogar ganz aneinander liegen. Sogenannte Freeze liegen, wie es ist schwieriger, beide miteinander wegzuspielen. Da wird der Doppel-Take-Hall gesucht und gefunden, sogar mit dem Wick hinter die gelbe Guard. Nicht ganz, aber gut gespielt. Da fehlt nicht viel. Es ist auch so, dass dieses Verhältnis ein offensives Spiel zulässt. Ein attraktives Girling kann hier gespielt werden. Durch René Friedli, der Eismeister hier in der Girlinghalle zu tun. Mit seiner Crew zusammen hat die ganze Arbeit geleistet. Das sind fantastische Bedingungen. Regelmässiger Girl, gute Länge, sagt man, guter Speed, der das Eis hat. Also das lässt durchaus zu, dass man offensiv spielt, interessante Spiel kann sehen kann. Und das hat auch der Zuschaueraufmarsch gezeigt in der Girlinghalle schon während der ganzen Woche. Es war eigentlich die Tribüne recht gefüllt gewesen. Den Mittag auch ein Haufen Leute da. Und jetzt, wenn ich da so ein bisschen rüberschille, ist doch die Tribüne zu einem ganz grossen Teil gefüllt an einem Freitagabend. Das ist für mich als Thuner, wo ich hier habe, angefangen Girling spielen vor manchem Jahr. Ganz schön zu sehen. Es hat auch damit zu tun, dass das OK von dieser Schweizer Meisterschaft ganze Arbeit hat geleistet, sich grossartig ins Zeug hat gelegt, ein gutes Rahmenprogramm hat zusammengestellt. Wirklich für die Teams, für die Zuschauer, für die Helferinnen und Helfer, die auch unzählige da sind. Es braucht Timer, nebst den Eismeister, es braucht Leute, die Medienarbeit leisten und so weiter und so fort. Da hat man schon grosse Arbeit geleistet, hier zu tun. Und nur Freeze dann? Also Freeze? Vor 8 etwa? Vor 8. Die Langenthaler haben jetzt hier schön einen hinter ihre Corner Guard gespielt. Okay, vorne an. Optimal, kurz vor der Tee. Steinbreite ungefähr. Und die Luzerner spielen auf den. Idealerweise können sie ihn ein bisschen hinterher schieben, vielleicht eine Steinbreite.
möchte aber selber natürlich nicht offen bleiben liegen. Und das ist so ein kleiner Fehlstein. Der hat müsse eigentlich irgendeinen Gelben berühren, wenn er vorne auf die Guard geht, dort ein bisschen ankommt, ist es weniger tragisch, als wenn er jetzt gerade so wie der ganz vorbeigeht. Das bietet nämlich jetzt den Langenthaler Möglichkeit, den zweiten Stein ins Haus zu legen. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es geht darum, den auf die gleiche Höhe zu nehmen. Hier in diesem Fall darf er sogar ein bisschen weiter hindern. Binja zeigt es an mit dem Besen, dass er wirklich die Line sein muss. Die Duscherinnen haben die optische Orientierung, dass sie dort wirklich schauen können. Sonst geht ins Bild, Binja ihre Besen dort, der Besenkopf, bis dorthin sollte stehen, idealerweise. Und das ist perfekt erfüllt, so gespielt von Carol Howald, dass die Wischerinnen den Stein dort auch herwischen können. Und hier werden wir wahrscheinlich für den Rest vom Ende Steinabtausch sehen. Okay. Rot spielt der Gelb ab, Gelb spielt der Rot ab. Durch das verschieben sich die Steine, die Steinpositionen immer weiter führen, bis vielleicht irgendwann die Möglichkeit besteht, für die Luzernerinnen einen Wick zu machen, nach links hinter die zwei Gelben. Schaut, Sani. Ja, machen wir mal. Ja, finde ich gut. Nice. Ja. Tipp top. Ja. Ja. Ein bisschen rollen. Das kommt schon gut. Kommst du sehen? Ja. Liegen. Andernfalls hätten die Langenthalerinnen die Möglichkeit, noch mal einen hinter in die Garde zu spielen. Go. Das ist schön gelöst. Schön gespielt. Okay, schön, Janne. Gut. Zähne ist gut. Marina. Länge. Zähne ist gut. Jetzt aber doch die Möglichkeit, den Weg zu spielen. So angezeigt gerade von der Binja. Nein! Okay, nice one. Schön. Yeah, but I prefer sweeping it, you know, to stay in the house. Then, like a stupid thing, because then she's really going for more. And Zima, so amazing. Chill, man. She's trying to roll out, huh? Because this is what I'm meeting. Well, but I guess she hasn't been able to roll out. Yeah. Ja, und da geht es wahrscheinlich um den Weg. Ich würde schön nach links. Du kannst auch zählen, oder? Ich finde gut. Nicht ganz. Ich denke, es ist okay. Ja, noch die Möglichkeit, da mit einem Weg. Vier Fuß bissen muss er, oder? Also halb hinter den Gelben links zu wicken und hinter die beiden Gelben zu wicken. Selber Schutz liegen. Und der Binja den nächsten Stein zu erschweren. Für die zwei Punkte, die sie doch anstrebt mit dem letzten Stein hier im dritten Ende. Gut.
sieht so aus. Als okay, okay. Drauf. Okay, Länge ist gut. Und okay. Jetzt mit einem Hit and Stay. Okay. Eine grosse Chance. Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Gut. Länge ist etwa gut, oder? Ja. Und das sind eigentlich die sogenannten Routinesteine. Die spielst du im Training. Ja. Ja, sehr sicher. Da bringst du sie fast immer. So. Und wenn du aber in einem Match bist, okay, kann es doch dann schon sein, dass du ja, vielleicht ein bisschen mit der Spannung, vielleicht ist es ein bisschen Nervosität, da kleine Fehler machst. Binja ist aber ganz eine erfahrene Spielerin und ich gehe davon aus, dass sie das souverän löst. Und da hört man schön die Kommunikation von der Länge und optimal gespielt. Zwei? Ja. Und da. Und auch hier sehen wir schön, beide Teams stehen heute zusammen, nutzen die Minuten aus zwischen den beiden Enden, die kleine Teampause, um kurz zu analysieren, okay, was ist gegangen und vielleicht auch ein Plan schmieden für das nächste Ende, wie man es angeht. Ist auch schön zu hören, dass der Humor auch noch da ist, dass man auch das Spiel geniessen kann, dass man Freude haben kann, auch wenn das hier ein Playoff-Spiel ist an der Schweizer Meisterschaft. Und der Spielstand ist ja auch nicht dramatisch. Es steht 3-1, Luzern hat den letzten Stein und wird jetzt versuchen, in diesem Moment ihrerseits zwei Steine zu schreiben zum Ausgleich. Auf dem Ring nebendran hat Genf nochmal einen Stein gestohlen im dritten Ende. Führt jetzt 3-0. Das wieder die klassische Eröffnung. Und das ist auch ein Anspruch, den man im Elite-Girling hat an einem Lead-Spiel. Die Steine, die sie zu trainieren, die Steine sie zu bringen. Okay. Wenn man das kann, mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit, hat man grosse Vorteile. Dann kann man die Vorteile auf seine Seite ziehen. Einfach den vorne vier drauf. Und auch wieder die Corner Guard. Sehr schön. Schön, Anna. Nice, Anna. Und hier zeigt von der Binja, stehe ich kurz vor dem Haus als Guard. Schön, Anna. Mit deinem Hit and Roll. Ja. Wir haben jetzt den Stein gesehen, der im Haus liegt. Das ist wahrscheinlich nicht der optimale Ausgang. Vielleicht ist ein bisschen lang. Diana spielt trotzdem einen Come-Around hinter die Corner Guard. Die hat sie auch gespielt für das. Und ich denke, so ist ein recht klassischer Beginn von dem Ende, den wir hier sehen. Neben mir hockt Andreas Schwaller. Ich möchte dich ganz herzlich begrüßen, Andi. Merci, dass du dir heute Zeit nimmst. Er ist Chef Leistungssport und hat sich bereit erklärt, bei uns zu sein, bis etwa der Pause von diesem Damen-Playoff-Spiel. Andi, wenn ich dich so frage, das erste Fazit nach der Round Robin von dieser Schweizer Meisterschaft hier zu tun, so ganz allgemeiner Natur, was sagst du? Ich bin völlig begeistert, wie die SM hier in Thun stattfindet. Für mich ist das Wichtigste natürlich als Chef Leistungssport ist Seis und Steine. Das ist, wenn das stimmt, ist für mich fast alles okay. Und dieses Meister macht einen super Job. Also der René, der Mike, der Rees, der hilft, hervorragend. Aber nicht nur Seis,
Sies führt nachher, also Sies und Steine führen logisch zu gutem Wettbewerb. Das Niveau ist hoch. Und das Drumherum ist super. Der Sokol gibt sich riesen Mühe. Man sieht es an den vielen Zuschauern an. Jeden Abend ist die Tribüne gefüllt. Also es ist wirklich eine wahre Freude, die SM hier in Thun zu haben. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal gewesen. Ja, das hoffe ich als Thuner, geborener Thuner eigentlich auch. Ich habe es vorhin auch schon erwähnt und bin ganz glücklich, dass du das auch so siehst mit den Leuten, die kommen schauen, mit den Verhältnissen, die wir hier haben. Und eben mit dem Rennen haben wir wirklich einen super Mann da, der das tiptop im Griff hat. Wenn man da zu Thun spielt, kann man davon ausgehen, dass diese Verhältnisse wirklich stimmen. Ja, das ist halt schon wirklich entscheidend für die Teams. Oder? Die wollen schnell sein, die wollen gut Girlen sein und sie wollen vor allem auch regelmäßige Verhältnisse. Weil das gibt ihnen dann das Vertrauen. Und wenn der Athlet das Vertrauen hat, dann sieht man einfach auch das Niveau, das man im Moment kann feststellen kann. Und zum Teil sehe ich da wirklich Görling auf absolutem Weltklasseniveau, was mich natürlich sehr glücklich macht, weil irgendwann stehen die Weltmeisterschaften vor der Tür und dann braucht man das Niveau dort auch. Ja, es wäre schön, wenn wir dort eine Medaille holen würden. Hast du hier in diesen Teams, die gespielt haben, Überraschungen erlebt, die dich erstaunt haben, leistungsmässig? Also die positivste Überraschung sieht man jetzt gerade auf dem Eis. Jana Stritt, die eigentlich mit dem Team wie Jonke für Celina da übernommen hat, wo also eine fantastische Woche hat. Die haben gar nichts gestohlen, sondern sie stehen hier verdient in der Rangliste, wo sie sind. Diana überzeugt mit einer eiskalten Drohlänge und sie ist auch sehr entscheidungsfreudig. Das ist sicher die positive Überraschung. Ein bisschen negativer überrascht bin ich eigentlich von den Teams Stern und Hegner, die eine super Saison haben. Ja. Und jetzt eigentlich das erste Mal, ja, vielleicht noch das zweite Turnier, aber eigentlich hier nicht die Leistungen können bringen, die man von ihnen gewöhnt ist. Also ich habe eigentlich mit diesen zwei Teams auch gerechnet, dass sie in den Playoffs sind. Und bei einem Fälscher, der hier spielt, da bin ich nicht überrascht, dass sie einmal mehr halt die Fähigkeit hat, in entscheidenden Momenten da zu sein. Absolut. Sie hat eine okay Saison, aber für ein neues Team, für zwei junge neue Athletinnen, die sie eingebaut hat, sie haben echt den Hut, was sie hier leisten. Und noch zwei oder drei Siege vom Titel entfernt. Also es ist nicht mehr weit. Ja. Hast du eine Erklärung, warum jetzt das junge Team da eigentlich eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, von Celina Wiczonke so auftrumpfen kann? Warum ist das möglich? Ja, ein Grund ist natürlich auch, sie kommen hierher ohne irgendwelchen Druck. Das erste Mal Elite SM, grosse Freude. Diana hat im Moment kein fixes Team. Gogli hat die Universiade als Kippin. Also, das ist schon natürlich ein Unterschied. Sie sind sicher das Team, das gar nichts zu verlieren hat. Und die anderen sind gekommen zum Gewinnen. Ja. Und ich glaube, sie sind da zum Freude haben. Und wenn man gewinnt, ist natürlich super. So ja. Ungefähr. So ein unbeschwerter Jugendlicher, ja. So der ja. Hilft, locker aufzuspielen. Genau. Und den Druck ein bisschen nimmt. Richtig. Es wird sich dann nächstes Jahr zeigen, wie es dann ist. Und dann sind die Erwartungen halt natürlich schon wieder viel höher. Ja, wahrscheinlich die Erwartungen an die selber steigen ja dann auch. Ja. Genau. Und sie haben noch ein Highlight vor sich, die drei Junior-SM. Ja. Und eben Diana an der Universiade. Also, und Celina ist ja aktuell gerade an der Junioren-WM in Kanada. Also genau. Die sind super fleissig und engagiert. Ja, so soll sie auch sein. Jetzt haben wir hier bei diesem Spiel gleich zwei so halbe Feldsteine gesehen. Einen rechts, der ist angekommen, der den Take-Out soll sein auf die gelbe. Jetzt der Come-Around von den Langenthaler, der hinter der roten hat soll. Hast du festgestellt, dass sich das Eis während dem Match viel verändert? Oder? Viel ist es nicht. Das ist eben am Anfang, man muss immer ein bisschen aufpassen in den Playoff-Spiel, wenn nebendran jemand spielt, hat das vielleicht mit einem Einfluss. Es könnte sein, dass es ein bisschen schneller wird. Mhm. Und da gehen eigentlich noch viele Teams immer wieder darauf hinein. Aber ich habe es nicht festgestellt, dass sich es verändert hat. Gut, jetzt sind wir erst am vierten Ende. Von dem her wird das wahrscheinlich ziemlich konstant bleiben. Und sonst reagiert der Mike und der René schon. Das hoffen wir, dass es möglichst eben konstant und regelmäßig bleibt. Ja, auch der Stein gehört jetzt fast ein bisschen mehr als erwartet. Wir werden es sehen, wie sich es zeigt. Ich würde gerne noch in die Herren ein bisschen überschwenken, die Situation dort anschauen. Die Rangliste präsentiert sich dort eindeutiger mit Genf, der einen Vorsprung hat. Diesen Morgen
mit Bernd Zeringer, der auf den Fersen ist, ein gutes Spiel gespielt, gewonnen hat. Jetzt spielen die Genfer gegen den Verlierer von der Partie heute Mittag. Im Führen 3-0 machen wir einen souveränen Eindruck, wenn ich da zuschaue. Siehst du das ähnlich? Das sehe ich ähnlich. Sie machen mir die ganze Woche einen sehr souveränen Eindruck. Sie sind ja bis jetzt auch ungeschlagen und haben zum Teil wirklich ein hervorragendes Görling gespielt. Was man von ihnen auch kennt, oder? Sie haben es international schon x-mal bewiesen. Hey, jetzt sind sie so viel ein längsamerer Start gehabt, aber haben auch den Sven integriert, ein neues Team. Das ist immer eine Umstellung, bis da die Mechanismen stimmen. Und sie stehen verdient ungeschlagen an der Spitze. Ja. Muss aber auch sagen, die verfolgen Bernd Seeringer, den spürst du im Nacken. Die sind nicht weit entfernt, sondern der Wind ist permanent hinten an den Ohren. Ja. Und morgen 50-50-Partie. Okay. Also wirklich 50-50. Und der einzige Unterschied ist, Bernd Seeringer muss. Und Genf darf. Genf darf. Ja. Und wenn Genf sollte verlieren, dann ist es dann nachher, müssen die beiden am Abend. Also dann gibt es dann erst. Der Druck wäre wahrscheinlich eher auf den Genfer. Ja, der Unterschied ist natürlich schon ein bisschen, Genf hat noch mehr Erfahrung in diesen Chaos-Spielen, wo es wirkommt, Wurst geht. Aber für mich ist die SM also noch nicht gelaufen, noch gar nicht gelaufen, sondern wenn Zähringer morgen der erste gewinnt, ist das Momentum auf ihrer Seite. Ja, genau. Und dann ist am Oben nochmal 50-50. Ja, wir haben es ja gesehen, heute Mittag schon bereits in der ersten Playoff-Runde. Die Bernd Zähringer haben auch aus meiner Sicht einen sehr souveränen Eindruck hinterlassen. Man kann auch sagen, dem Pfistermark ist nicht viel gelungen, er ist ein bisschen gestruggelt. Es gibt auch so Spiele, aber nichtsdestotrotz ist die Leistung von diesen Zähringer aus meiner Sicht auch sehr hoch einzuschätzen. Und so wie du auch sagst, den Wind spürst du natürlich als Titelfavorit oder als der vorne weggeht, das blaset schon frische Ecken. Und das ist eine gute Situation eigentlich für das Leistungsdenken. Ja, das ist super. Und man darf auch nicht vergessen, es sind auch die zwei Teams, die wirklich am meisten in Sport investieren. Ja. Und das widerspiegelt sich auch ein bisschen in der Rangliste. Ja. Also die sind so fleissig unterwegs auf dem Weltcup im Training. Von dem her ist das nicht überraschend, aber es kommen auch hinterher auch jüngere Teams, die auch langsam immer mehr investieren. Aber der Gap von den Top 2 Teams zu hinterab ist schon recht gross. Ich habe von beiden Teams auch gehört, unser Ziel war, dritt zu werden diese Woche. Ja. Was doch aussagekräftig ist über die Stärkenverhältnisse im Moment. Aber ich bin froh, haben wir natürlich zwei Teams auf diesem Niveau. Am liebsten hätten wir 8 oder noch mehr. Ja, natürlich, das ist verständlich. Und dann führst du natürlich auch eben das zurück auf den Einsatz, auf die Leistungsbereitschaft, auf die Investitionen, die halt die Athletinnen machen. Oder? Ja, es kommt, wie fast überall im Leben, es kommt nicht von nichts. Ja. Also die am meisten investieren und halt Geduld haben und Jahr für Jahr, die sind einfach auch das Vorderste. Ja. Nicht nur im Girlingsport. Ja, und das sieht man auch, dass es sich eben auch lohnt, oder? Wenn du investierst, kommst du mal etwas zurück über. Jetzt ganz eine heisse Situation. Das ist jetzt, wenn er weg ist, bleibt dann auch. Ich kann noch sagen, geht's, aber er bleibt noch sitzen. Der Gelb vorne wegspielen jetzt von der. Jetzt ist das brandgefährlich. Ja, das wird gefährlich. Das gibt ja auch noch Druck. Ja, er hat lange sehr gut ausgesehen, am Ende für Langenthal. Und jetzt plötzlich hat sich das Blatt stark gewendet. Aber auch da, der Grote rechts hat mich recht offen da liegen gedünkt. Und doch gehört der Stein auf die Guard. Ja, es ist vielleicht ein frisches Boxen, wo man noch nicht so viel gespielt hat. Und dann gehört sie meistens ein bisschen mehr. Ja, weiß es nicht. Aber jetzt eben, erstaunlicherweise, ein paar Steine doch angegangen vorne. Ja. In diesem vierten Ende. Schauen wir mal, wie das da noch rauskommt. Ja, ich glaube, jetzt wäre das Ziel relativ gerade erreichen. Ich habe mir gerade überlegt, ob es gut ist. Wahrscheinlich gerade oder vielleicht ganz leicht in die Mitte, aber nicht zu viel. Nicht, dass er versteckt ist, weil dann kann Diana Streit mit dem letzten Stein noch mal etwas machen. Im Fall der Langenthal würde ich den Stein verstecken. Genau. Genau so. Optimal, denke ich. Optimal, ja. Vorher kannst du nicht spielen. Ja. Auf diesen Take bringt er nichts. Rechts könntest du auch ich machen. Könntest du dort einen Triple vielleicht probieren?
Ja. Innen, Breichen, rechts. Ich weiß nicht, wie die Winkel von hier ist. Es ist schwierig zu sehen, wie die liegen. Ja, es ist ein Big Shot, der jetzt da kommt. Ein wichtiger Stein, wenn sie da vielleicht so einen Viertel bereicht, dann könnte sie das Dreh rausgehen und sie sogar noch in der Gabel blicken, dann wäre sie gerettet. Ja, wenn du viel Görlet und einen Grab bereichst, dann gibt es vier für Luzern. Ja, oder auch einfach der Weg, dass du dort hinten, hinter dem Gelben, bleibst liegen. Ja, das sieht man schön. Genau. Stossen wäre noch nicht eine Variante, rot-gelb, ja. Aber machst gibt nicht vielleicht gerade 5. Machst vierten Ende, oder? Ja. Oder sagen wir, es gibt 4, das ist 5-3. Das ja, geht. Das geht, ja. Bei 5 Cruel geht es. Ja, ja, ja. Und hast noch mehr als eine Hälfte von einem Spiel zu spielen. Schon stark am Wischen. Ja, der gehört viel. Der gehört viel. Ja, ja, vielleicht wird er noch nicht so schlecht, hä? Wenn er, ist wahrscheinlich dritt. Oder third. Ich würde sagen, third. Ich denke, es auch ändern. Ja. Also jetzt sind drauf für drei. Ja. Dann was sagen, aufgrund von der Aufgangslage nicht so schlecht ist. Blauen Auto vorher. Ja. Ich würde gerne noch, Andi, mit dir über den Modus ein bisschen reden. Mhm. Ich habe dich schon mal darauf angesprochen, den Morgen, den ich kurz gesehen habe. Ich habe mit dem Freddy auch schon ein bisschen diskutiert. Mit ein paar Leuten jetzt da so ein bisschen quer gelost. Ja, es gibt einen Round Robin, dann gibt es ein Playoff, vielleicht gibt es ein Final, vielleicht gibt es noch ein zweites Final. Erzähl uns ein paar Worte, die Überlegungen dahinter, warum das es funktioniert, wie es funktioniert. Ja, es hat viel zu reden gegeben, hat der Modus. Ich würde mal so sagen, es gibt ja jeden Modus gibt es Vor- und Nachteile. Absolut. Wenn ich mal mit den Nachteilen anfange, ist es da sicher vielleicht eine fehlende Planbarkeit. Wir wissen nicht genau, wann ist das Finalspiel, ist es am Samstagmorgen, ist es am Samstagabend oder ist es erst am Sonntag. Macht es für den Veranstalter nicht ganz so einfach, für die Zuschauer auch nicht. Aber das sind Nachteile, die ich aus Sicht Leistungssport sehr gerne aufnehmen kann, weil am Ende des Tages geht es darum, dass das beste Team an die WM geht. Ja. Und wir machen bewusst auch einen Modus, wo den besten Teams am meisten Chancen gibt. Weil zum besten Werden hat jeder gleich viele Chancen im Leben. Ja, absolut. Sind wir beim Thema mit dem Aufwand, was investiere ich? Leistung, Investition, genau. Genau, und jetzt haben wir uns dafür entschieden, das zu erhöhen auf 8 Teams. Wir haben früher 6 Teams gehabt. Ja. Haben einen Doppel-Round-Robin gemacht. Ja. Hat dazu geführt, dass du mit einer ausgeglichenen Bilanz, sagen wir jetzt mal, von 5 zu 5 Siegen noch bist weitergekommen. Und durchaus auch hättest du einen Schweizer Meister werden können. Genau. Obwohl du viel mehr Spiel verloren hast, als der, der zweit wird. Ja, dort finde ich den Fairness nicht ganz. Ja, reden okay. Wir von Wettkampfglück, reden wir von. Genau. Ja. Vielleicht Verhältnis, die für dich sprechen und für andere nicht. Und du das gewinnst. Und das ist eben die sportliche Leistung allein, oder? Ja, und jetzt hier haben wir einen Modus, wo im Extremfall hat der Sieger eine Niederlage mehr als der zweite. Ja. Im Extremfall. Im alten Modus hast du 2-3 mehr können verlieren und bist trotzdem Schweizer Meister geworden. Also jeder spielt gegen jeden. 8 Matches wäre auch Variante gewesen, nur ein Round-Robin. Ich glaube, das wäre das Fairste. Hanker um, dann fliehst du ein Match und bist weg. Genau. Ja. Der doppelte Round-Robin funktioniert nicht mit 14 Matches. Sonst müssen wir irgendwie 10 Wochen spielen. Genau, das ist ein Zeitproblem. Und so haben wir gesagt, komm, wir machen einen recht hohen Cut. Nur dreifach kommen wir weiter. Ja, wenn du prozentual schaust, ja, es ist nicht ein Drittel und das finde ich eigentlich recht okay. Ja. Weil jeder Match zählt. Genau. Und um das geht es. Das war beim alten System nicht. Du konntest immer wieder mal einen verlieren. Ja. Jetzt kommen die ersten drei weiter. Natürlich hat jetzt Bern, Pfister, sind jetzt schon ausgeschieden. Ja, aber sie haben keine Chance mehr zum Führerbau, genau. Aber sie haben 4 gewonnen, 4 verloren. Und Genfer haben, wo sie stehen. Ja, und Genfer haben 7 gewonnen und noch keinen verloren. Also warum wollen wir jetzt so noch ewig gegeneinander spielen? Ja, genau. Irgendwann verstehe ich auch die Top-Teams, die sagen, können wir mal aufhören. Ja, und Playoffs braucht es immer einen Sinn. Oder aus meinem Verständnis auch, weil du, wenn du international spielst, hast du die Playoffs auch, das Halbfinale, das Finale. Ja. Dann darfst du ja da auch trainieren, üben, dich damit auseinandersetzen. Ja. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, auch einer der Hauptgründe. International ist jeder Match von der ersten Sekunde an entscheidend. Ja. Und in der Schweiz haben wir häufig, hast du noch einen dürfen verlieren. Ja. Und als LSD,
also die Droschow-Challenge ist entscheidend. Und das hat man jetzt zum Beispiel auch gesehen, wo, in der letzten Runde, wo es wirklich um alles gegangen ist, sind die Droschow nicht mehr ganz so gekommen wie unter der Woche. Okay. Weil einfach der Druck ist riesig. Jetzt muss er kommen. Aha. Ah, das ist noch spannend, das habe ich nicht beobachtet. Ja, und wegen dem haben wir, sind wir so in die Richtung gegangen, um einfach den Athleten zu sagen, so geht es an der WM zu und her. Also so ähnlich. Ja, ja, und das ist auch verständlich, nachvollziehbar und sicher ein richtiger Weg, wenn man leistungsorientiert denkt. Jetzt zum Beispiel von den Genfer sollten sie jetzt das Spiel gewinnen und morgen Morgen um 10 Uhr, dann sind die Schweizer Meister mit einer souveränen Leistung. Was willst du noch mehr? Dann hören wir sollten auf. Sie, ja. Genau, und sollten sie verlieren, dann hat eben der Bernd Zähringer noch die Chance, ein Spiel rauszuholen und dann geht es um ein Finale. Richtig. Und dann haben wir beide eine 8-1-Bilanz und dann machen wir noch ein Spiel. Ganz genau. Und bei den Damen präsentiert sich ja jetzt die Situation recht ausgeglichen. Eben Diana Streit, das Team da von Luzern, wo der morgen gewonnen hat, hat jetzt auf 12 Punkte können aufschliessen. Ja. Und da geht es fast in jedem Spiel wahrscheinlich um die Wurst. Ja, also ich habe gestern von einem Athlet gehört, der gesagt hat, der Modus, den er hier macht, ist für uns als Team eigentlich nicht ideal, weil unsere Chance zum Gewinnen ist nicht so riesig. Aber aus Sicht Leistungssport, wenn er unsere Brille anhat, versteht er das voll und ganz. Und die Brille musst du anhaben. Und wir haben nur diese Brille an. Ja, eben. Und da kannst du nicht diskutieren und Rücksicht nehmen, sondern ja, sag dem Athlet, streng dich an, setz dich ein, investiere und wird erst oder nimm das, was du bekommst. Absolut. Und jetzt gehen wir da vielleicht rasch noch in das Spiel rein wieder. Die Luzernerinnen wollten zwei Steine ins Haus spielen. Sie liegen Overtime nicht optimal. Ja. Ja, das ist eine gute Eröffnung für Langenthal. Die zwei Steine sind wirklich etwa einen Meter zu lang. Die müssen vor der T-Line sein. Genau. Und jetzt durch den Gelb, den sie dort platziert haben, der ist vielleicht auch nicht ganz optimal, aber es macht schon ein bisschen Schwierigkeiten, den wegzuspielen, ohne einen eigenen Stein zu riskieren, aus der Sicht von Luzern. Ja. Wäre lieber Gelb im Moment als Rot in dem Moment. Ja, hat schon den letzten Stein. Ja. Und es ist doch erstaunlich, dass Diana sich jetzt da traut, die Guard zu spielen. Das ist ein mutiger Entscheid aus meiner Sicht, aber zeigt so ein gewisses Selbstvertrauen. Genau, das ist das, was ich erwähnt habe. Sie hat die ganze Woche so ähnlich gespielt. Und vor allem, was mir auch beeindruckt, ist ihre Länge, die sie hat. Sie hat da x-mal gegen 3-4 müssen legen. Und es war irgendwie nie ein Thema, dass das nicht kommt. Das ist wirklich toll, wie sie das machen. Ja, und es ist sehr schön zu sehen, dass eben so junge Leute sich eben für das interessieren, weitermachen, dranbleiben, für nachher auch eben die grossen, etablierten Teams ein bisschen zu plagen, aufzuholen, eben den Druck zu geben und vielleicht selber auch mal oben zu stehen. Ja, das ist richtig. Simon Jonke ist jetzt in der letzten Junioren-Saison, sollte sie Schweizer Meister werden bei den Junioren, können sie nochmal die Junioren-WM. Genau. Werden dann nächstes Jahr ganz bei der Elite sein. Sie interessieren sich auch für den Weg Spitzensport-RS zu machen, was dann super Rahmenbedingungen bietet für Athleten, zum Trainieren. Zuerst der RS selber, aber nach der RS kann man jedes Jahr 130 Wegetage machen. Und Wegetage bedeutet nicht irgendwo mit einem Gewehr rumlaufen, sondern mit einem Bass und einem Stein. Jetzt haben wir gerade Mirja Mott im Bild gesehen. Also eine ganz bekannte Grösse im Schweizer Görling. Wie gross schätzt du den Einfluss von einem Coach oder von ihr vielleicht im Speziellen auf das junge Team? Sehr gross, denke ich. Ich meine, ihr Know-how ist unbestritten. Auch als Coach hat sie ja schon grosse Erfolge gehabt. Richtig, ja. Und die vier jungen Frauen schauen sicher zu ihr auf. Also ist eine grosse Respektsperson und ist sicher ein entscheidendes Puzzleteil, dass sie jetzt erfolgreich sind. Hast du das Gefühl, so ein Coach in der Pause hat einen Einfluss oder hat einen grossen Einfluss? Oder wie gross würdest du den Einfluss einschätzen? Ja, in der Pause ist es vielleicht nicht so riesig, aber es ist vor allem in der ganzen Woche gross. Mhm. In der Pause von diesen 5 Minuten sind es meistens irgendwie 3 Minuten ein bisschen. Und dann kannst du irgendwie einen kurzen Input geben. Mhm. Aber wir haben ja ganze Woche Zeit. Und dort ist der Coach ganz entscheidend, weil es geht darum, stärker orientiert, mutige, taktische Inputs zu geben und immer wieder
ihnen den Glauben zu vermitteln, dass es funktioniert. Ja. Das sind so wichtige Aufgaben vom Coach. Und das macht Miriam sicher super, wie hier der Elmour genau, auch. Genau, sagen der Elmour, ehemaliger Nazi-Trainer da in der genau. Schweiz. Ja. Mit der Binja Felcher und dem Team unterwegs. Ja, einer von den erfolgreichsten Trainern wahrscheinlich ja. überhaupt. Mit, ich weiß nicht, X-Weltmeistertitel, den er geholt hat, drei, vier Europameistertitel. Und jetzt ja schon eine Zeit lang Binja betreut als Teamcoach. Ja. Und ihm ist jetzt wiederum gelungen, das junge Frontend zu integrieren. Ja. Man sieht technisch, wie sie gut spielen. Also ein alter Hase und sehr erfolgreich. Ja, das ist richtig. Das sehe ich auch so. Hier zurück zum Spiel. Haben wir natürlich jetzt die Situation, die man fast ein bisschen erwarten konnte, mit diesen zwei Steinen over Tee. Die Gelben liegen vor dran, blockiert durch die Roten hinten. Ja, wir haben gesagt, eine eklige Situation. Aus ja, Luzerner Sicht und aus Langenthaler Sicht natürlich gefreut. Ja, es ist ziemlich Druck im Moment für Luzern. Ich habe nicht gesehen, was genau der Call ist. Elena Mattis, das Nummer 3, die hier spielt. Ich glaube, das ist ihr zweiter Stein. Ja, das ist der erste Stein. Ja, genau. Ja, und da geht es noch mehr darum, mal einen vorzubereiten für den nächsten Stein, den ich vielleicht habe. Dort einen Freis zu spielen. Ja, vielleicht auch einen können, Bandits gesagt, zu verklemmen. Hm. Ja, das Start ist okay. Ja. Ein bisschen mehr dürfen görlen. Genau. Jetzt ist halt wichtig, dass Langenthal, wie Biene das anzeigt, den Stein reinbringt, dass sie reinwickeln können und ja nicht von uns aus gesehen auf der linken Seite. Ja, ich würde sogar sagen Nase, also ganz gerade drauf wäre auch noch, ist auch noch okay, so ein ja. Plan B. Natürlich mir auch die Länge ist eine Frage, sie zeigt jetzt da so hinten vier. Hm. Dass er wirklich mal hergehörle. Ja, richtig ist da fast wichtiger als die Länge. Genau. Auf keinen Fall außen. Auch wenn der vorne 8 bleibt liegen als Corner Freeze, ist er auch gut. Ja, sie liegen ja auf 2 im Moment und 10 machen ist immer gut. Ja, und da sieht man schon, dass die Leitsteine einen grossen Einfluss haben. Oh, im Breitensport Curling wird das oft unterschätzt. Wenn ich coache, bin ich manchmal schon am Kämpfen mit meinen Teams, um wirklich mitzugeben, dass es von Anfang an richtig losgeht, dass die Steine eine Bedeutung haben und dass man bei den Leitsteinen den Zentimeter suchen muss, ganz genau wie beim letzten Stein vom Skip. Ah, absolut. Das ist, ich sage immer, ist jeder genau gleich wichtig. Beim Skip entscheidet es einfach. Beim Skip kannst du das Scoreboard lesen. Ganz genau. Ja, das hat man dann morgen oder Mittag auch gesehen, in diesem Spiel Zähringer gegen Bern. Ja, wenn es im Skript nicht läuft, dann tust du dich schwer. Der ist bis chancenlos, das ist so. Ja. Aber wenn nur das Skript gut spielt, gewinnst du auch nicht. Geht's auch nicht. Ja, jetzt sind wir da in einer Situation mit einem guten Stein. Eigentlich zuerst von den Luzernern, nachher auch von den Langenthaler. Welche Optionen haben wir? Zwei gelbe liegen Schott, rot ist dran. Ja, sie zeigen dort auch mit rein zu spielen, aber ich weiß nicht, ob das geht, weil es relativ, also weil es eben schön görlet, ist die Lücke sehr schmal. Man sieht rechts oben den gelben Stein, den Corner Guard. Hast du das Gefühl, da einen Stein rein zu spielen, wäre eventuell möglich? Ja, möglich schon, aber ich glaube, der kann echt den Gegner durch die Lücke spielen. Würde wahrscheinlich machen, mit dem Out nachher, ja. Ist auch nicht ganz versteckt. Und zwischendurch reicht nicht vom Girl. Ja. Was sie machen ist dort der Bereich, was jetzt anzeigt. Dann ist die Chance, dass der mittlere Gale, der genau auf der T-Line liegt, so ein nach außen drückt. Ja, riskierst du der hinter Rote. Riskierst du der Vorderklemmte. Der Gelb hat 4 drin. Vor allem, ja, also sicher nicht außen Bereich, sonst ja. Gute Nacht. Also ich würde jetzt da wahrscheinlich auch so ein bisschen an die Sicherheit denken und sagen, habt die zwei. Könntest du gar spielen? Zwei Schenken. Also Schenken, ja. Ja, zufrieden sein. So. Ja, vielleicht einmal mit dem Stein, oder? Wenn man denkt, dass sie noch 3 Steine spielen. Ja, was spielt Geld, wenn du jetzt hier Guard machst, oder? Das würde Binja dann machen können. Auftun. Wahrscheinlich wieder auf, ja. Ja.
Jetzt spielt sie aber den Takeout. Ja, wahrscheinlich auch mit dem Eis. Jetzt ist für Athleten, die spielt, schon ganz wichtig, einfach alles ab sich nicht aussen. Ja, auszublenden, was nicht soll passieren, ja. Sich fokussieren auf das, was soll passieren. Genau. Genau. Ich gebe gerne noch heute ein Update über den Nebenring. Der Bern konnte zwei Steine schreiben im fünften Ende, verkürzen auf 3-2. Und hat nicht der letzte, ist einer hinten für das sechste Ende. Dort ist jetzt gerade Pause. Aber der Stein ist gut gekommen bei der, von Luzern. Sie hat ihn dort getroffen, wo sie wollte. Optimal, genau. Und somit liegt nur noch ein Shot für Langenthal. Sehr gut gespielt. Und vor allem wichtig ist der vorne im 8-Fuß-Rot. Ja. Mit dem kann sie dann noch mal etwas machen, Luzern. Gut, Gelb ist dran. Wahrscheinlich werden sie sich das auch überlegen. Und der Rote dort versuchen zu bewegen. Ja, das Risiko besteht. Und vor allem, wenn du weit draussen triffst und wegtrollst, dann liegt die Shot off. Genau. Also es war ein sehr gut gespielter Stein. Was? Ja, und das ist auch schön zu sehen, oder? Das hat man sich überlegt, man hat es diskutiert, die Winkel hat man angeschaut, hat sich entschieden, den Stein zu spielen. Wir haben beide vorhin gesagt, es birgt ein bisschen ein Risiko drin. Auch wieder ein mutiger Entscheid von diesem jungen Team, der sich ausgezahlt hat. Absolut. Geht auf einfach Kopf zerbrechen für das Team vom Langenthal. Jetzt weiß ich nicht genau, was der Call ist, ob sie den Rot vorne hinten stoßen oder zwischendurch direkt auf den Rot. Könnte da noch sein. Ah, du meinst dort, ja. Aber mit dem Eis wahrscheinlich nicht. Änder auf den Vorder und ja. Ein bisschen hinter 8, hinter 12 tappen und dort irgendwo vorne bleiben liegen. Carol Howald war ja lange der Edelersatz bei ja. Virginia, wenn ich das so darf sagen, ja. Um ihr frechen den Ausdruck dürfen zu brauchen. Sie war ganz am Ende einer internationalen Veranstaltung als Fünfte, als Ersatzspieler. Es gibt, glaube ich, keinen erfolgreicheren Ersatz als Gell? Sie. Hat den vorrangigen Job gemacht und mit auf die Rolle vom Ersatz wird noch leicht mal schnell unterschätzt. Ja. Auch wenn vielleicht der Ersatz keinen Stein spielt. Effektiv, das ist schon möglich. Hat er einen unglaublich wichtigen Job. Er muss schauen, dass es dem Team gut geht. Er tut Steine testen. Der Ersatzspielerin macht eben das Obertraining meistens, tut Gegner beobachten, schreibt Steinmaterial auf, genau. Reserviert Restaurant zum Essen. Ist so ein das Mädchen für alles. Ja, es ist ja heute so. Es hat ja jeder seine Position, seine Aufgabe, sein Päckchen zu erfüllen. Und je besser jeder seins macht, umso besser wird die Leistung auf dem Eis sein. Und das gehört halt in Gottes Namen zu einem Ersatzspieler dazu. Und wenn er das eben gut macht und das auch gut will machen, dann funktioniert es. Dann funktioniert es. Ja, und das, du sagst, es ist entscheidend, der Ersatzspieler muss das wollen. Es darf nicht die Idee sein vom Ersatzspieler, ich gehe mit an eine WM und will möglichst klein spielen, dann kommt es nicht gut raus. Dann ist eine Konkurrenz, dann hast du plötzlich irgendeinen Druck untereinander. Das finde ich sehr unglücklich, wenn das so wäre. Und wir haben in unserem Sport auch die Philosophie, dass man am Kernteam wirklich festhält, außer es wäre eine Athletin oder Athlet krank. Ja. Oder völlig unerwartet, völlig außer Form. Was aber sehr, sehr selten ist. Und es ist auch wichtig, dass das Team weiss, wir müssen den Mitspielern helfen. Es ist nicht einfach die Lösung, schnell einen Ersatzspieler rufen, komm du rein. Ja. Sondern da nehme ich das Team auch selber gerne. Immer in Pflicht, im Sinne von helfen jetzt, dass er wieder eine gute Leistung bringt. Genau. Und das ist auch die grosse Kunst hier beim Görling, wo du doch immer wieder Pause hast, wo du kannst studieren, wo du den Kopf kannst einschalten, was du vielleicht in anderen Sportarten viel weniger kannst, was viel reaktiver zu hergeht. Ja, hier bist du schon manchmal zu viel am Denken. Ja, mehr brutal viel Zeit zum Denken. Jetzt nicht ganz kein guter Stein gewesen von der Jana. Also nicht im Sinne von schlecht gespielt, aber nicht gut rausgekommen. Wenn jetzt Langenthal gelb-rot spielt, dann liegt Langenthal mit 5. Ja, ich bin nicht sicher, ob es hinten aufgeht mit dem 8-Fuß. Ja. Je nachdem, wenn er einen Shot dort noch ein bisschen zwickt, dann geht er links durch. Ja. Und wenn er dort nicht ankommt, geht er vielleicht gerade hinten drauf. Aber es sieht nach viel Gelb aus im Moment. Mhm.
Gelb hat noch zwei Steine zu spielen, Rot noch einen. Ganz eine diffizile Situation. Genau, aber es ist wirklich sehr erfreulich, dass die, ich sage jetzt immer noch Junioren-Team, weil es auch drei noch Juniorinnen sind, ja, bei der ersten SM gerade aufs Podest kommen. Das ist super, das ist dort, wo man eigentlich hinwettet, dass der Nachwuchs, kaum kommen sie raus aus dem Nachwuchs, bei der Elite sehr nach dem Podest sind. Ja. Ja. Das ist zeugt auch für die Leistung im Nachwuchs, wo cool ist. Ja. Wir haben heute ja noch gerade eine Silbermedaille gewonnen, Mayoff mit den 16-Jährigen, was natürlich super ist. Und hoffen, dass dann ab morgen, wenn die Weltmeisterschaft in Liverpool, Halifax anfängt, dass die Jungs und Girls auch aufs Podest kommen. Absolut, die Chancen sind da. Die Schweizer Mannschaft hat in der Regel gute Chancen da dabei zu sein, durch die Nachwuchsarbeit, die gemacht wird, durch die Konsequenz, die im leistungsorientierten Denken da ist. Und das ist schon erfreulich. Also Pinja spielt jetzt den Gelb-Rot-Stein. Vorhin noch heute in der anderen Ansicht gesehen. Ja. Wir haben auch über den Stein geredet, den man da zwischendurch spielen könnte. Ja. Nach meinem Come-Around. Und das kann sie natürlich jetzt, gell? Wenn man da jetzt ein bisschen Mut hat. Ja, du hast recht gerade drin. Robert Gard sieht man jetzt da nicht in der Ansicht. Aber das gibt natürlich auch einen feinen Wick dort zu einem guten Second. Und dann liegst du Second und Third als Rot. Und dann gibt es meinetwegen zwei Gelbe, was verkraftbar ist. Zwei sind absolut machbar, ja. Wenn man vielleicht noch ein bisschen aufschaltet. Voilà. Genau, der Regie blendet das ein, super. Jetzt sieht man die Lücke. Jetzt sieht man da die Lücke. Jetzt könnte man hier den Stein anspielen und ganz leicht hier überwickeln. Hättest du noch eine Bremse hier hin? Ja. Je nachdem, aber auf jeden Fall hättest du einen Shot eliminiert und würdest Second und Third liegen. Genau, das ist auch der Call, den sie macht. Und du hast recht gehabt, hinter der Rot hat es verklemmt. Wegen dem sind es nur zwei Momente und nicht fünf. Ja, und so wie es jetzt da ist, den Rot rauszubringen, ist ja auch noch schwierig, wenn man das will. Es liegt wieder ein bisschen besser. Ja. Wichtig wäre jetzt. Das ist ein Big Shot. Der muss kommen. Sonst kann es etwa vier geben. Hättest du auch mit dem Intern gespielt? Würde ich. Tendenziell nein. Ich hätte da Ender von der Mitte her. Aber meistens ist es gleich, wie er muss einfach kommen. Ja, das ist auch eine Gefühlsache vom Spieler, der sagt, ich fühle mich wohl mit dem. Ah. Und also, haarscharf vorbei, gut. Gut gespielt, vielleicht auch das Wettkampf-Quentchen-Glück noch dabei. Und jetzt bleibt noch der ein Tap für zwei. Tap für zwei. Ja. Genau. Spannend, ausgeglichen. Ganz knapp, wenn er vorbeikommt. Ja, und dann noch mutig mit dem Besen vor dem Stein und noch ein Strich zwischen. Ja. Also, den Mut haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Das ist der Moment nach dem Spiel, wenn der Coach sagt, ihr seid auch noch mutig gewesen, und die Spieler sagen, haben wir immer im Griff gehabt. Hat ja gelenkt. Genau. Sehr schön. Voilà, auch das ein Big Shot, finde ich. Ja. Hast eine gute Chance, liegst viel. Chancen für vier, fünf. Wenn du jetzt den nicht machst, dann kann auch wieder der Kopf wieder ein bisschen ins Spiel kommen. Ja. Weil der ist 4-4 und nicht 5-4. Der letzte hast du nicht mehr. Genau. In der Nacht tönt eigentlich gut. Genau, ein bisschen schräg breichen. Da hast du ein bisschen Spatzung. Sieht gut aus. Natürlich mich auch mit dem Rüschen noch. Souverän. Ein bisschen aussen wunderbar gespielt. Ein schöner Teamstein. Wir gehen mit einem 5-4 für Langenthal in Pause. Luzern hat den letzten Stein im sechsten Ende. Wir erlauben uns hier auch ein kleines Päuschen zu machen. Andreas Schwaller, ich möchte mich bedanken bei dir. Ich bedanke mich herzlich fürs Kommen, für die guten Gespräche, für deine Auskünfte. Sehr gerne. Macht Freude, hier zuzuschauen. Macht Freude, die Bühne zu sehen. Merci vielmals für deine Zeit. Danke dir. Viel Erfolg. Gute Stein überall, wo ihr noch seid, an Junioren, Damen und Herren WMs. Danke, mir gerne es mir. Merci. It was really bad. Yeah.
Shift heute, da denke ich, jetzt zwischen noch probiert, aber eben, es ist nur bei Time Out oder etwas hin und her. Also, ja, aber Don ist jetzt noch kennen, ja, manchmal ist etwas, aber nicht viel gehört, wenn ihr etwas seht, kostet es. Ah, seht ihr nicht. Ja, aber sonst, so, kannst du auch ein... Was du musst aufpassen, ist, wenn du live bist, kommt es ein bisschen versetzt. Okay, also nicht hier drauf schauen, sondern... Nein, ja schon, aber denkst, bist nicht live und willst etwas umändern. Es ist leicht, siehst du es dann? Du musst gegen heute ein bisschen... Du merkst schon, wie er schaltet, auf was er schaut. Ja. Ja. Hast du noch nicht zu Arretti? Ja, ja. Du musst, wenn er live ist, sollst du dann eher, wenn du ein Bild hast, ein gutes, und dann siehst du, er nimmt es nicht. Und plötzlich nimmt es eben gleich, weil es so versetzt kommt. Mhm. Dann sollst du eben dann ein Bild. Wie viel? Du hast noch ganz gelöst gehabt. If the rocks are not good, we can switch. Wir sind zurück nach der Pause. Die Teams haben sich besprechen. Der Coach und der Alternate, der Ersatzspieler, durften zum Team stoßen. Er konnte diskutieren, analysieren, Pläne schmieden. Ein spannendes 5-1 liegt hinter uns mit einem Haufen Steinen im Spiel. Es hat lang nach einem grossen Haus für Langenthal ausgesehen. Am Schluss sind es zwei Steine geworden. Langenthal führt 5-2. Hat nicht den letzten Stein hier im 6. End. Die Eröffnung, wie schon manchmal gesagt, klassisch. Vorne ins Haus, vorne 4. Und die Antwort, die Reaktion darauf von der Luzernerinnen mit einer Corner Guard. Super, sehr schön. Nice, Anna. Great. Super. Super. Geht.
middle of the ring, like waiting for you. Hier jetzt die sogenannte kurze Garde, also Garde kurz vor das Haus, perfekt vorne dran. Und Diana zeigt an, wie sie es schon ein paar Mal gemacht hat, eine Droh hinter die Corner Garde. Linie ist gut! Linie ist super! Linie ist super! Geh vorne vier! Elli! Linie ist super! Vorne vier! Nur Länge! Wer am Stein? Vorne vier. Elli am Stein, tipptopp. Elli. Go, Elli. Sieht schön aus, kontrolliert. Go, go, go. Ja, ja, ja. Wow. Gut. Schön. Perfekt. Super. Sehr schön, die Zahau. Super. That's good. Yes, gotta go. Binja hat sich entschieden, ein bisschen offensiver zu agieren, zweite Garde spielen. Man konnte rechts einen Come-Around machen auf der Rot, so einen Corner-Fries, dass man zwei gelbe Steine im Haus hat. Aber das ist sicher die offensivere Variante. Diana entscheidet sich jetzt dazu, einen Take-Call zu spielen, ein Clearing, mit der Chance, vielleicht sogar alle drei gelben Steine zu bewegen, vielleicht sogar aus dem Spiel zu nehmen. Ziel sicher, einen von diesen vorderen Gelben wegzuspielen, mit dem roten Stein über zu trollen. Und der ist schön gespielt. Hinten der Shot raus. Der Gelb links beißt noch. Der kommt dann vielleicht noch ins Spiel. Schön. War es zu langsam? 8,5. 8,6, ja. Aber gut gespielt. Okay. Top. Kann er noch früher wischen? Okay. Ist gut. Nice. I didn't overthrow it. Das auch ein sehr schöner Stein. Der Rot im Haus geöffnet. Und auch noch das nötige Glück gehabt. Oder die Linken sind vielleicht auch so gelegen, dass links der gelbe Stein nicht ist berührt worden durch einen roten Stein. Ja, man könnte jetzt den wegspielen, links den Gelb. Das wäre eine sehr defensive Variante. Die Luzernerinnen entscheiden sich auch für den Come-Around. Hinter den Stein kurz vor dem Haus. Und es wichtig wäre, dass er hinter den Gelb geht, mindestens zur Hälfte. Und auf der gleichen Höhe liegt wieder rote links. Und der Stein ist okay, ist zwar wahrscheinlich so ein bisschen halb offen, ja genau. 14,7. Und Binja entscheidet sich da für einen Take-Out, einen Hit and Roll. Da wird sie aber immer hinter die T-Line rollen. Gespielt von der Carol Howald. Ganz schöner Roll. Halb off hinter dem Roten. Kann man anspielen, ein bisschen tappen, für das man selber dann wieder zweimal liegt. Und das zeigt Diana Stritt hier an. Ich hätte in den Backline gespielt, sondern du denkst, Backline. Wie? Backline. Backline. Ja, ist gut. Okay. Die lange Backline. Das ist der Andy Haus. Backline! Und von der Wüste kommt gerade der Kommentar Backline.
schon richtig, dass der mit Backline spielen mit dieser Länge. Weil im Fall, dass er vor am Roten anschlagen würde, würde man den Stein nicht verlieren. Wenn man einen schnellen Spiel davor anschlagen würde, würde das Risiko bestehen, dass man seinen eigenen rausspielt. Und das will man ja eigentlich nicht. Aber der ist perfekt gespielt, sogar auch bleiben liegen. Halb versteckt, wo der Gelb war. Und Binja stellt jetzt um auf Offensiv, auf Angriff. Ein Come-Around dort hinten dran. Um wirklich den Zweier zu suchen. Das ist der Stein Nummer 6. Der zweite Stein vom Third. Und wenn man da noch zwei Steine schreiben will, geht es nur über den Come-Around. Da ist die Chance für zwei mit einem Take-Out auf die Rote nicht mehr gegeben. Wunderbar gespielt, gut gewischt auch. Die Länge ist perfekt, vielleicht hätte er ein bisschen mehr dürfen girlen. Aber man sieht, dass ein Risiko besteht, hinten auf dem Roten bleiben zu hängen, wenn man auf den Gelb direkt spielt. Oder, was jetzt Janet anzeigt, da rechts, links auf den zu spielen, wo nachher so übergeht auf den Gelb, damit man eben nicht die Gefahr in Kauf nimmt, die wir hier gesehen haben, dass wir, wenn wir hier anspielen von dieser Seite, den Gelb auf den Rot übergeht. Kann ich gleich kommen? Ja, ist gut. Schon wieder da, wichtig, Länge, Kommunikation. Der geht auf den Gelb, sieht immer so aus. Okay, ist gut. Ja, und jetzt sind hier wieder drei Gelbe im Haus. Zwei Rote, man könnte sich überlegen, Doppel-Take zu spielen. So schön sagt, ganz gerade. Oder wie es jetzt hier auch geschaut wird, von innen. Links der Musik gerade. Also quasi den Stein auf dieser Seite anspielen, dass er dann hier auf diese Seite drauf geht, diese hier raus und der Shooter auf diese Seite raus geht. Hohe Geschwindigkeit, ein schnell gespielter Stein. Perfekt gespielt. Mit dem Shooter noch bleiben liegen rechts. Finde ich gut. Wie schnell? 10. Luzern hat zum Glück den letzten Stein. Ja, 10. Und die werden jetzt probieren, dort den Shot anzuspielen. Und nachher ein bisschen nach rechts zu wicken, da hinter den Gelbstein, der vorne im Haus ist. Sofort wieder Längenkommunikation. Ja, hat man fast ein bisschen zu viel gewischt. Ist fast ein bisschen zu wenig gehörlet. Ist auch schwierig. Wolltest du ja auch nicht, dass er zu viel gehörlet und rausgetrollt. Schott liegen ist sicher gut. Hat vielleicht auch ein bisschen mit Druck zu tun, der Drucksituation. Ist aber sicher in Ordnung. Binja spielt
denke ich mal gerade drauf. Oder ich kann auch ein bisschen nach rechts wicken. Und dann bleibt der Jana, der Vierfuß dran. Wunderbar gewickt. Da ist klar, das braucht der Droh ins Blaue rein, in Vierfuß. Typisches Kippstein. Ich sage jeweils gern, wenn du solche Steine nicht spielen willst, wenn du den Droh nicht magst, wenn du den nicht gern hast, dann spiel doch lieber nicht die letzten Steine. Weil das trifft dich etwa nochmal in einem Spiel, dass du gegen mehrere Steine einen Vierfuß-Droh hast. Hier sind es vier gelbe und das ist auch ein schöner Teamstein, wenn Diana so spielt, dass die Wischer eine Chance haben. Dann können die Wischer den Vierfußkreis wischen. Da wieder die Kommunikation vor Länge, der Linie, die Richtung spielt nicht so eine Rolle. Hier geht es eigentlich nur darum, in welcher Spur läuft er, in welchem Track ist er. Und er ist ein bisschen zu lang geraten, oder lenkt er noch gerade knapp? Okay, sorry. Sieht er noch aus, als wäre es der Gelb. Warten wir es ab. Easy. Okay. Gut, nicht vorgreifen. Hören wir zu. Ja. Machen wir sie zwei? Ja, machen wir sie zwei. Einer ist es. Ja. Ganz wichtig, die Besprechung ist wunderbar, wenn so ein Foulstein oder ein, ja, Foulstein, das ist einfach zu lang, ja, aber das kann es halt einfach geben. Aber das darf man kurz analysieren, man darf sich aufmuntern. Heute schauen, ja, was ist denn gewesen? Und weiter geht's. Sie haben es auch schön gesagt, es ist 6-4. Man hat den letzten. Wenn man zwei schreibt, ist man wieder da. Auch einen, man noch gehen. Ein weiterer Stil von Langenthal wäre sicher eine ganz leichte Vorentscheidung. Und das bespricht man so in einem kurzen Team. Meeting am Rand des Ringknochen zwischen den Enden. Und aus Sicht der Langenthaler, oh ja, jetzt sind wir zwei vor, haben nicht den letzten. Wenn die Luzerner einen schreiben, aus Sicht der Langenthaler ist das okay. Zwei gehen auch noch, aber wir wollen wahrscheinlich nicht riskieren. So überlegen sie wahrscheinlich nicht riskieren, in ein grosses Ende hineinzulaufen, also viele Steine zu bekommen. Auf dem Nebenring kurz ein Update. Genf hat im sechsten Ende der letzte Stein gehabt, hat das ausnutzen. Hat zwei Steine geschrieben und führt jetzt 5-2. Das siebte Ende hat gerade angefangen. Genf ist 5-2 vor gegen Bern und Bern hat den letzten Stein. Ich ändere weit draußen. Muss viel gehören. 3 ist gut. Wird besser. Linie 3. Die Eröffnung auf unserem Spiel. Damen-Playoff. 3. Hier an dieser Schweizer Meisterschaft in Thun. Gelb spielt ins Haus. Gelb ist schon vor. Und Rot, die Luzernerin, nach Gornegard. Das haben wir schon mehr gesehen in diesem Spiel. Okay. Das soll jetzt näher sein. Entschuldigung? Der Stein, denke ich, darf ins Haus. Die Offensivausrichtung ist nicht ganz so gross von den Langenthalerinnen. Es ist auch nicht nötig. Die Linie ist da aber wichtiger als die Länge. Der liegt schön vor dran. Und wie wir es kennen von den Luzernerinnen, man spielt den Kamera und hinter die Corner Guard. Anna,
gut, ein langjähriges Lied, kennt die Steine. Ja! Trainiert die auch, ist sich bewusst, was sie zu spielen hat. Hat eine gewisse Routine. Und das sieht man da deutlich vorher schon wunderbar. Die Line dahinter und hier auch wieder. Das ist schön zu sehen. Und wie wir es vorhin auch mit dem Andreas Schwaller gesagt, jeder Stein ist wichtig. Es geht beim Lead los. Und die Steine müssen präzise kommen, wenn man eine Chance hat auf höherem Niveau, wenn man ein Spiel gewinnen in der Elite. Ja, die 5 Rock Free Guard Zone Rule erlaubt noch kein Takeout auf die zwei vorderen Garden. Deswegen entscheidet sich Binja, auch eine Come-Around zu spielen. Und einen zweiten Stein ins Haus zu tun. Die Zeichensprache von Carol ist recht eindeutig, er ist auch ein bisschen lang. Er darf ein bisschen kürzer sein, ohne dass er den Gelb berührt. Aber ist sicher okay so. Und hier jetzt die Umstellung. Ein Take halt auf die Guard. Nach rechts von hier aus gesehen überzwicken. Vielleicht sogar können zu beißen. Das wäre sicher das Ziel. Marina Lörtscher. Der das Stein spielt. Gar nicht so schlecht. Sehr gut gespielt. Auch wenn er nicht beißt. Mit dem Stein kann man noch arbeiten. Ja, stellt sich jetzt die Frage für die Langenthalerinnen: Was mache ich aus dieser Situation? Kann ich da aussen um auf den Rot? Komme ich da her? Geht das überhaupt? Oder, wie sie jetzt anzeigt, spielt sie Takeout vorne drauf, um das ein bisschen zu öffnen. Vielleicht sogar mit dem Hinteren im Blickwinkel den mitzunehmen. Ganz genau so. Optimal gespielt, optimal gelöst. Ja, und jetzt ist es spannend zu schauen, was Diana macht. Entweder wieder der Come-Around. Der ist eine gute Variante. Ja, 14,5 ist gut. Da hinter die eigene Guard spielen. Es gäbe noch die Möglichkeit, hier einen Fries oder einen kleinen Tap zu spielen. Den einen Stein ein bisschen hinter die T-Line stossen, für die Mitte etwas zu kreieren. Sie hat sich jetzt hier entschieden für einen Come-Around. Ich hätte vielleicht etwas gemacht mit diesen zwei Shot im Zentrum des Hauses, für einfach dort das Spiel mal ein bisschen zu behalten und auch das Risiko zu minimieren, einen Stil zu bekommen, weil das wäre jetzt in diesem siebten Ende, wie ich es vorher schon gesagt habe, wahrscheinlich eine kleine Vorentscheidung. Der Stein ist gut gespielt, liegt hinter dieser Guard, over T. Das ist aber nicht weiter tragisch, weil die Binja jetzt dort auf dieser Seite spielt, das heisst, die Mitte ist offen. Die Luzernerinnen haben den letzten Stein und solange die Mitte offen ist, ist das Risiko kalkulierbar und am relativ im Moment noch kleinen Ort. Hovald spielt den Stein rundum mit der Hecklänge, ist angezeigt gewesen. Und das ist eine super Variante. Was nicht darf passieren, ist, dass er ganz vorbeigeht. Er darf vor der Garde ankommen, der wäre dort offen. So ist er aber optimal und jetzt ist es doch Zeit gekommen, dass Diana sich entscheidet, etwas mit diesen Steinen im Zentrum zu machen. Ja, weil sonst wird es ja schon heiß. Das ist der erste Stein vom Third, also Stein Nummer 5. Ja, und irgendwann ist fast ja schon
so ein Risiko und Ertrag gegeneinander abzuwägen. Und manchmal ist es dann wirklich gut, dass du auch mal so ein das Risiko in einem kleinen Ort probierst zu behalten. Gut gespielt. Und das ein bisschen zu weit gewickelt, aber gut gespielt. Wir haben noch mal eine Chance, es ist noch mal eine Chance da, wird sich Diana Streit oder das ganze Team sicher sagen. Carol Howald hat nochmal den gleichen Stein, wie sie vorhin schon gespielt. Die Spieler, Spielerinnen haben es gern, zweimal das gleiche zu spielen. Andere haben es weniger gern. Ja, der gehört jetzt da, knapp vorne vorbei. Gut gespielt, gut gelöst. Mit einem Hack? Ja, und jetzt spielen die Luzernerinnen wieder mit ihrer Cornergarde. Das ist gut, sie finden das gut, das zu machen. Sie ist schon richtig. Ich kann es fast ganz, nicht ganz. Dann würde ich Hack. Okay. Auch da wieder die Kommunikation. Wie viel siehst du? Wie lange wollen wir kommen? 11, Hack. Ganz wichtig, dass man sich da abspricht, dass alle Teammitglieder wissen, was gespielt wird. Das ist manchmal schon eine Frage für einen Spieler. Ja, was spiele ich gerne? Spiele ich lieber etwas schneller, lieber etwas langsamer? Das habe ich für ein Gefühl. Curling ist nach wie vor ein Gefühlssport. Und was er nicht darf, ist vorne ankommen. Und der ist wunderbar gespielt, gut gewischt. Wie ich es schon ein paar Mal gesagt habe, schöner Teamstein. Ja, und Langenthaler, was haben sie? Ein Come-Around hinter die rote Garde. So, ein bisschen zu dem roten Herren, ein Second legen. Das wäre eine Variante. Von außen vielleicht auf den kommen. Da weiss man die Eis vielleicht nicht so genau, ist vielleicht schwierig. Sie geben jetzt da viel ein, sie denken, das wird der Stein vor der Gelb sein, als Guard. Es ist der erste Skipstein. Das heisst, beide Teams haben noch je zwei Steine zu spielen. Die Langenthalerinnen sind dran. Und ja, jetzt geht es um die Guard. Wenn die nicht optimal kommt, hat Luzerner eine Chance für drei. So geplant war. Bin ich nicht ganz sicher. Er ist Second, so wie es aussieht. Vielleicht hätte er auf gleiche Höhe dürfen. Ja, so. Also. Da. Ja. Findest du dumm? Das ist hinten vielleicht top. Ja, aber dann hat sie noch diese und kann die Guard machen. Auf dem Nebenring hat Bern und das Team von Marc Pfister im siebten Ende einen Stein müssen schreiben mit dem letzten Stein. Was macht ihn auch tappen? Droh gegen vier Fuß zu, in vier Fuß rein, halbe vier Fuß hat ihm gelenkt. Somit steht es dort aus Sicht von der Genfer 5 zu 3. Genf führt also zwei Steine und hat jetzt im achten Ende den letzten Stein. Aber dann bringst du den vielleicht nicht mehr ins Spiel. Ja. Ja, das stimmt. Schau schon. Und wenn wir hier liegen, macht sie einfach den. Ja. Also, dann nehmen wir den. Gut, auch den macht sie. Ist gut. Mit 10? 10, ja. So. Willst du von innen? Ja. Okay. Wie läuft das? Ganz schöne Überlegungen hier von den Luzernerinnen. Nämlich, ja, wenn ich jetzt den Schott angreife, den fortspielen hinter der Awicke, hat sie einen Runback mit ihrem gelben Pinja. Bringt nicht so viel. Wenn ich vorne aber wicke, dann sind wir nicht Schott.
bringen aber den rechten Rot ins Spiel. Ja, was ist jetzt besser? Sie haben sich entschieden, auf den Gelb zu spielen. So anzuspielen. Der Gelb da raus und der Rote da her. Und dann schauen, was Binja mit ihrem letzten macht. Aus ist halt einen zu nehmen. Macht natürlich auch Druck auf den Gegner, wenn jetzt Rot zwei Steine im Haus hat. Sehr schön gespielt, schön kommuniziert, auch guter Teamstein. Ja, und jetzt darf sich Binja keine Fehler erlauben. Schwierig, der Doppel geht schon. Schon draußen. Ein bisschen hinter einem Viertel gesetzt. Ja, das ist schon perfekt. Dritte. Hä? Ja, man muss sich die Position gut überlegen. Man will keinen Doppel-Take-Out offerieren. Nicht den Winkel so herstellen, dass ein Doppel möglich ist. Muss aber Second sein. Ja, dann ist auch der klar, weißt du, dass wir spielen müssen. Das ist dann noch der letzte Part. Wenn wir schnell einen Blick oben rechts auf die Zeit werfen, beide Teams haben noch 10 Minuten für die 8 Ende. Haben immer noch Time, oder? Das längt normalerweise, wie wir Bandage würden sagen, Führung. Ist gut, wirklich. Für den Ball, das ist die Länge sehr wichtig. Wie ich vorhin gesagt, wenn der Stein nicht optimal liegt, dann ist vielleicht ein Doppel-Take-Hold möglich. Das gilt es zu vermeiden. Also muss der Stein gleich in Höhe sein. Ja, und jetzt fragt sich, ob das möglich ist. Hier von meinem Platz aus würde ich fast sagen, ja, das geht. Zumal der Gelb, der jetzt von hier aus links liegt. Und jetzt liegt er rechts, Entschuldigung, nicht weit muss bewegt werden. Ich kann hier anspielen, nachher so rüber. Und der Gelbe, der muss nur, in Anführungszeichen, bis halb in 12-Fuß-Kreis. Also das ist eine Chance mit einem machbare Stein, er ist nicht einfach, aber doch eine Chance da für die Luzernerinnen, drei Steine zu schreiben. Birgt natürlich auch ein Risiko, wenn ich zu dünn treffe, dass ich den linken Stein verpasse. Und das wäre natürlich sehr unglücklich. Oh, ein Wick in die Mitte. Ja, der gehört viel. Ah, und das ist natürlich so ein halber Fehler, oder ja, fast ein ganzer, mit dem Stil jetzt, mit dem gelben Stil zum 7-4. Das bedeutet schon eine kleine Vorentscheidung. Ich bin wieder rum. Sorry. Jetzt klauen wir. Nein, nicht klauen. Ist das einer? Ja, einer für sie. Ah ja, stimmt, sorry. Ja, machen wir früher. Dann war es like Jesus. Sorry, ist gut. Ja, ist gut. Ja, mach mal Einkorn. Ich würde einen. Ich würde dich auch früher gesehen. Ich habe es schlecht gesehen. Also, ja, ist gut. Come on. Jetzt machen wir nicht. Alle. Nur ein Klöpfen. Diesmal ist der Mut nicht belohnt worden von den Luzernerinnen. Ich habe den Entscheid gut gefunden, den mutigen Stein zu spielen. Es ist eine Chance, die musst du nehmen. Ja, wenn er kommt, ist gut. Wir haben es vorhin auch gesagt, mit dem Andi Schwaller. Es ist schön zu sehen, dass das junge Team so mutig auftritt. Ich hoffe, dass sie dranbleiben, jetzt nicht den Mut verlieren.
Der Match ist noch nicht verloren, es sind drei Steine zu schreiben, es sind drei Endspiele, das ist noch möglich. Aber natürlich haben die Langenthalerinnen eine grosse Erfahrung. Auch Erfahrung, wie man so einen Vorsprung verwalten kann. Ich denke, das achte Ende wird auch wieder wegweisend sein. Gute Eröffnung kennen wir ja schon. Die Mannschaft, die anfängt, und vorne ist ins Haus. Die andere spielt den Corner Guard. Eins, Corner Guard, yes. Stehen oder zu Haus 2. Nein. Und der Come-Around. Stanz von der Anna Gut und auch von der Wischarbeit, von der Beurteilung von der Länge. Das ist ganz ein entscheidender Faktor, die Steine auch richtig zu beurteilen. Es geht also beim Wischen nicht nur um reine Kraftarbeit. Es geht auch darum, ja, kann ich das richtig einschätzen. Und ich persönlich schätze das Einschätzen als ebenso wichtig ein. Oder fast noch wichtiger als die rohe Kraft. Der Stein gürtelt fast ein bisschen zu viel. Ich will, glaub, ein Selfie! Geh! Dann kommst du ein Selfie, 11 Sekunden von Hog zu Hog, wo der Stein läuft. Grosser Respekt gehabt, dass er da doch zu viel gehört. Gut, die Länge. Langenthalerinnen spielen das Peeling. Idealerweise ein bisschen über, so wie es da ist passiert. Ja, und jetzt ist der Gelbstein schon sehr verbaut. Sind die gut? Da hinten Roll of Guard. Vielleicht hat Jana im Augenwinkel das vielleicht dahinter. Noch Achtung, ja! Mitgenommen werden. Ja! Wow. Wow. Ja! Ja! Wow. 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 Gut gespielt. Okay. Ja, jetzt täuscht es mich schon. Es ist so ein kleine Unpräzisheit drin. Ein bisschen, ja, ein bisschen zu viel gewischt, ein bisschen zu weit gewickt. Okay. Ich habe jetzt viel gehört.
Hit and Roll. Der Stein liegt gar nicht schlecht. Es ist zwar möglich, die beiden gelben wegzuspielen. Ein Tap ist eine gute Variante, die jetzt Tatjana anzeigt. Aufpassen, dass man irgendwann noch den Shot herkommt, ist sicher eine Überlegung. Das ist aber erst der erste Stein vom Third. Mattis mit dem ersten Stein. Gut gespielt, genauso wie gewünscht. Schöne Länge auch. Gut kommuniziert. Und jetzt sieht man da das T-Sign, das T-Signal. Binja und das Team haben sich entschieden, ein Timeout zu nehmen. Jede Mannschaft hat pro Spiel die Möglichkeit, ein Timeout zu nehmen. Die Überlegungen werden jetzt hier sicher gehen auf Gehe ich auf Stellen, spiele ich einen Guard, aus der Sicht von Langenthal natürlich, sie sind dran. Oder bewege ich den Rot, ich kann den Rot aber nur so bewegen, dass nämlich Shot offen liegt. Ich riskiere auch, dass ich den Rot auf meinen Shot stoße, immer überlegt aus der Sicht von Langenthal, also aus Gelb. Das Timeout dauert 1 Minute. Man sieht jetzt hier Al Moore, der sich bespricht mit dem Team. Der Coach darf bis dort daran das Eis herkommen und von dort aus mit dem Team sich besprechen. So Bauer beim Team ist, fährt 1 Minute zurücklaufen. Diese Minute hat das Team und der Coach Zeit. Wenn die Minute abläuft, muss der Coach das Team wieder verlassen und wieder seinen Platz einnehmen auf der Coachbench, auf seinem Stuhl, in der Coachingzone. Ja, und das ist jetzt auch so ein Entscheid, den ich verstehe. Man ist 7-4 vor, hat einen guten Shot. Und geht jetzt da ein bisschen das Risiko ein, spielt die Guard. Weil man es doch denkt, ja, wir haben gute Chancen für einen Steal. Ein Steal würde einen 8-4 Vorsprung bedeuten. Aus meiner Sicht eine Vorentscheidung. Man überlegt sich in so einer Situation auch, ja, was ist der einfache Stein für mich zum Spielen, für unser Team zum Spielen. Und was überlasse ich nach dem Gegner? Was ist nach dem Gegner seine Option oder seine Optionen. Und dann mag ich es gerne, wenn ich es einfacher spielen kann und der Gegner schwer hat. Sehr schön gespielt. Ganz perfekt. Nehmen wir beide oder nur einen? Wenn beide gehen, ist es okay. Ja, beide schon. Geht weil andererseits, sie können noch einmal. Aber ein Gar brauchen können wir schon nicht. Ja. Oder willst du das Timeout nehmen? Nein. Okay. So. Okay, dann. Aber der Beine oder einen? Ich würde einen. Also, ist gut. Okay. Ja, sie haben jetzt da diskutiert, ob beide gelben fort oder ein gelb weg. Ja, wenn du beide wegnimmst, ist nachher der Rot offen. Wenn du einen nimmst, musst du schauen, dass der Gegner einen halben Fehler macht. Ja. Ja. Timeout nehmen war eine kurze Diskussion. Okay, kann man natürlich auch. Vielleicht ist es noch nicht die Situation danach, hier ein Timeout zu nehmen. Und der ist natürlich ein guter Stein, ob er so geplant ist, sei dahingestellt. Vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass das möglich ist. Ja, schön, Jana. Ja, schön gesehen, Jana. Und man sagt, das Ende hat
kehrt in dem Sinn, dass Rot jetzt hinter dem Gardenschott liegt. So the rock that was shot, so it's number 5, dann ist ich bin so, ah ja, noch eine. Go there. Ja, dann mach ich. Hä? 1, 2, wo ist der dritte? No. Ja, jetzt wir machen wir okay. Noch eine Stelle. Ja, ja. Nicht? Ein bisschen Gärtel setzen und dann mal cruisen. Pinja spielt jetzt hier den Runback. Vor auf ihren Gelb, dass sie dahinter Rote mitnimmt. Sieht gut aus. Und jetzt hat Luzerner eigentlich nur die Möglichkeit, den Kameramann zu spielen. Legen! Vor legen vier. Oder Hit and Roll? Wir beißen, okay. Was sie wollen, fühlst du? Okay. Ja, sie überlegen am Hit and Roll. Ich bin aber der Meinung, ja, wenn du hier zwei schreiben willst, hast du eine Vierfußlänge, du weißt das Eis. Ja. Also spielst du den als vorne vier hinter dir. Das ist aber fast cleverer. Hat er nicht das Gefühl? Besser? Okay. Eis, fängt er gut? Ja. Linie gut. Linie sehr gut. Hört man schön Kommunikation zur Linie, zur Länge. Nein, Linie gut. Oh, Muskele. Linie gut. Linie gut. Linie sehr gut. Ja. Go, 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 go. Fast. Ja, now. Fast. Linie sehr gut. Noch nicht. Fast. Auf die Länge wischen. Sehr schön, Janne. Sehr schön gespielt. Sehr schön gewischt. Ein guter Teamstein wieder. Die Kommunikation hat passt. Jetzt tief nicht. Und ein kurzes Update vom Nebenrink. Genf hat im 8. Ende den letzten Stein gehabt. Hat können zwei Steine schreiben. Es steht 7-3 für Genf. Das 9. Ende hat gerade angefangen. Bern hat den letzten Stein. Ja, nach dem schönen Draw von Jana Streit, gut gewischt, gut kommuniziert vom Team, bleibt der Binja und der Langenthalerin ein Hit and Roll oder ein Doppel-Takeout über ihren eigenen Gelb oder mit einem feinen, mit einer Hecklänge vielleicht direkt auf der Rot. Sie spielt den Doppel-Takeout über ihre eigene. Wunderbar gespielt und auch noch dort so hergetrollt, dass man nicht einen Doppel spielen für zwei, weil ja der Gelb sonst gerade auf den Hinten würde gehen. Oder aus meiner Perspektive sieht es so aus. Anna, kannst du noch kommen? I think we're free. Yeah, we kind of need to get to the steam. Ja, wir kommen nicht vorbei, gell? Wir kommen nicht vorbei im Double. Like, wow. Also, wie meinst du? Ja, mehr als ganz, Jana. Das war so eine. Nein, das finde ich nicht gut. Jetzt können wir noch mehr hierher. Also, so geht's schon. Innen. Freiburg, ich nehme mal 10. Like this, you mean? Ja. And then this one. Jana, zieh! Ja, ist gut. Ich muss hier treffen. Ja, hier sieht man es deutlicher. Ich bin aber nicht sicher, ob, wenn ich den schräg anspiele, der Gelb hing am Roten vorbeigeht. Wie viel Eis? Ich will nur 10. Muss man riskieren, auf 2 zu gehen? Ja, es wäre 7-6, wenn das gelingt. Sonst wäre es 7-5, 2 Ende. Im 9. Stellen, im 10. Stellen. Zum 7-7 Zusatzende. Nochmal stellen, warum nicht? Also ich glaube, du machst schon vorbei. Du musst knapp den Ball treffen. Geht gut. Ja, Jana hat eine gute Länge, der Droh. Tobi hat den bevorzugt. Aber auch da, sie hat Mut. Schauen wir, ob sich der Mut auszahlt. Wo? Wo? Es kommt!
Laura Barber, nicht gut. Ei, schade. Gut, das ist... Ja. Etwas passiert jetzt in dem Moment. Man hat zu viel gehört, zu viel gewickelt. Jetzt habe ich zu wenig gut aufgepasst, ob es ein Gelb ist oder zwei sogar. Okay. Ja, es war hören wir um rein. Hast du gespielt? Ich habe gerade noch zwei. Ja. Ja, jetzt hat man schön gehört, wie sie sich besprochen haben. Ja, was sollen wir noch? Was wollen wir noch probieren? Wollen wir noch ein Ende spielen? Und es war noch schön, dass die Marina gehört hat. Er hat gesagt, ja komm, eins oder zwei. Ja, man weiß es nicht. Ja, durch irgendein gutes Spiel oder vielleicht auch ein bisschen Wettkampfglück schreibst du jetzt zwei, drei. Ja, dann ist es 8-6, 8-7. Das Momentum kann wieder kehren. Also da finde ich das 9. Ende. Darf man noch spielen? Es ist eine nach wie vor enge Partie. Es hat gute Steine. Es ist das Resultat aus meiner Sicht. Es ist recht deutlich, aber vielleicht zu deutlich am Spielverlauf entsprechend. Also ich hätte auf jeden Fall das 9. Ende noch gespielt und geschaut, ob ich da noch einen 2er, einen 3er machen könnte und wieder herkommen. Also, so wie der Spielverlauf ist, kann man schon sagen, dass das möglich ist. 13-6. Sehr schön! Die Öffnung kennen wir schon. Stehe ins Haus, Gornergard, stehe ins Haus. Come around wahrscheinlich. Jetzt das einmal so ein salopp vorweg. Ja, ja, sehr gut. Schauen wir, ob es wirklich so kommt. Schauen, schauen. Linie ist sehr gut. Nein, ist sehr, sehr gut. Okay. Linie ist super. 15-1. Nein, können wir nicht. Gut, Anna. Schön, Anna. Nehmen wir noch eine! We can! Und jetzt sieht die Geschichte anders aus. Jetzt spielen die Luzernerinnen eine zweite Corner Guard. Müssen sie aus meiner Sicht mit zwei Corner Guard eine Chance für drei. Mit nur einer. Halt ist zwar das Risiko etwas kleiner. Aber das ist nicht der Fall jetzt, oder das soll nicht der Fall sein, wenn du 8-4 hinten bist. Marina, Marina! Du musst Risiko nehmen. Marina, Marina! Ja, es ist wirklich egal, ob jetzt der Match 11-4 verlierst oder eben vielleicht sogar noch herkommst auf ein 8-7, 8-6. Sehr schön, Anna. Oder sogar in einem Zehnten kannst du ausgleichen und ein Zusatzender zu bringen. Takeout auf die Garde ist noch nicht erlaubt. Das Reglement sagt, 5 Steine liegen in der Freigardzone. Das heisst, noch ein dritter ins Haus. Ja, und der hinter der Tee ist das auch ein bisschen Hilfe für Luzern. So, so, ja, Stani. Ja, und da erstaunt es mich, dass sie Takeout spielen und nicht mit Tap operieren. Aber die Chance für den Wikinger, die Garde, ist natürlich da. Und mit einem 10, also mit einem Takeout, 10 Sekunden. Hock, hock. Ja, da hat man schon Möglichkeiten. Ganz wichtig, den Schub zu behalten. Ja, und jetzt hat man natürlich vielleicht auch durch die Erfahrungen von vorher, durch Situationen, ja, wenn man zu viel gewusst hat, jetzt der fast ein bisschen zu wenig gewusst. Bietet der Langenthalerin einen Takeout. Das ist gut.
Would you freeze? Ja, und das go mit freeze. Ja, mach so. Das mit freeze ist eine gute Idee, back finde ich. Four, ja, hinten vier. Tipptopp. 14. Ja, mache ich Steine ins Spiel und komplizierte Situationen schaffen. Das ist das Ziel der Luzernerinnen. Eigentlich einfaches Spiel, wenig Steine im Spiel wäre das Ziel der Langenthalerinnen. Du bist natürlich mit der Freeplatzzone-Regeln nicht immer möglich. Room. Mehr als genug! Viel Platz! Mehr als genug! Wenn Anna! Sicher Anna! Ja, Livia, sehr gut! Go, go, go! Ja! Come on! Ja! Come fast. On! Noch ein bisschen. Go, go, go! Gut gewischt. Ja. Okay, gut gespielt. Ja, gut gewischt. Dem fehlt trotzdem ein guter Meter. Nicht zu langsam. Ja. Okay. Komm mal. Das Ziel hier, einfach den Rot wegspielen. Der Shooter, also der gespielte Stein, der Shooter muss nicht bleiben liegen. Wenn er bleibt, okay. Wenn nicht, ist das nicht tragisch. Genau so. Gut gespielt. Ja. Und klar, nochmal der Freeze. Okay, see? Back four. Back four. Sie noch je. Back four. Drei Steine spielen, das ist noch ein vierter Pilot. Ja, und jetzt wird da umgestellt. Ja, Anna, über. Okay. Ja, ein bisschen okay. Breiter. Ja, die Engel war vielleicht gar nicht so schlecht. Okay. Länge messen. Was wäre Länge? Was wäre Länge? Gut, hinter dir. Vielleicht so viel Tempo. Schwur wie draußen geblieben. Ja. Okay, nice. Ah, oh, da noch aus. It's getting really tight. Finde gut. Finde gut. Sani? Ja, Sani. Ja, und jetzt so da. Vielleicht einfach ein Tap. Vielleicht so ein Tap mit Roll. Auf der Innenseite, dass man zwei gelbe hinter der Tee hat. Achtung! Ja! Ja! Ja, weil ja, da der Schulter, der muss bleiben. Der muss Schott sein, idealerweise. Nicht offen überlegen. Schön gespielt. Und da kannst du dir überlegen, vor auf ein Gelb zu spielen gerade. Oder noch rauszuspitzeln, beides möglich. Der Abstand spricht eigentlich eher für den Stein, den jetzt hier die Langenthalerin anzeigen, rauszuspitzeln. Ja, und dann hast du wieder den Freis hinten, den wir schon zweimal haben gesehen. Dreimal für die Luzernerinnen. Kurz ein Update vom Nebenring. Bern hat der letzte im 9. Ende. Ist in der Lage gewesen, zwei zu schreiben. Es steht 7-5 für Genf. Genf ist 2 vorne, hat der letzte Stein. Das 10. Ende hat gerade angefangen. Schön gespielt. Der rote Duss. Wenn wir hier haben, Freeze. Auch am besten. Von innen ist auch besser. Jetzt spielen sie den Freeze. Wo vielleicht vorher schon eine Variante wäre. Oder vorher eben einen Tap zu spielen. Dass man hinter der Tee eine Wand aufbauen von gelben Steinen. Vom Eis. Gut.
Needs to curl. Linie kommt noch. Needs to curl. Nein, dafür nicht länger. Ja, und wenn der jetzt ein bisschen bounced und offen liegt, wie er jetzt das hier gemacht hat, dann ist er relativ einfach abspielbar. Das wird einen schnelleren Take-Hold geben von der Binja. 13-8. Es geht darum, einfach den Ort zu treffen, den rauszuspielen. Was mit dem Shooter passiert, ist da ziemlich wurscht. Einfach der Rot muss weg und dann hat die Luzernerin die Möglichkeit, einen zu schreiben. Und ob sie dann noch das 10. Endspielen, wird sich zeigen. 3 Stellen ist ein schwieriges Unterfangen. Kann passieren, ist auch schon möglich gewesen. Wir werden es sehen. Zuerst muss jetzt einfach mal der gespielt sein. Können wir einen machen? Ja. Sieht aber sehr kontrolliert aus. Ja, Nase. Ja, Nase. Tipptopp. Was sind die Stellen? Ja, einmal. Ja, das ist schon klar. Und dann sind wir drin. Ja, drei Stellen. Probier den Kasten. Ja, ja. Die Nase. Und Luzernerinnen mit ihrem letzten Stein im 9. End. Ist gut, ja. Sie können hier verkürzen auf 8-5. Ja. Hätten nachher im 10. End nicht den letzten Stein, wären 3 hinten. Das Team um Binja. Felcher Beli ist sehr erfahren und ich gehe mal davon aus, dass sie so einen 3-Steine-Vorsprung könnten durchbringen und darum werden sich die Luzernerinnen überlegen, wollen wir spielen oder nicht. Yes! 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 Gotta go! Gotta go! 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 Der Steingörler ist stark. Die Rolle hier raus. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Und jetzt ist das Resultat aus meiner Sicht wirklich ein bisschen zu hoch ausgefallen. Es waren 3 gelbe, das ist 11-4. Wir haben ein gutes Spiel gesehen nach meiner Sicht. Beide Teams haben höchstes Niveau gespielt. Kann man sagen, die Erfahrung hat sich durchgesetzt. Der Mut hat sich nicht ausgezahlt von der Jugend oder von den Jüngeren, vom jüngeren Team. Wie auch immer, es macht Freude, hier zuzuschauen. Die Langenthaler haben morgen am 10. nochmal ein Spiel gegen das Team von Aarau. Langenthal jetzt mit Punkt Vorsprung. Und wir schwenken wieder im Winkel, wie wir es heute Mittag schon gemacht haben, über auf das Herrenspiel. Dort steht es 7-5 für Genf im 10. Ende. Genf hat den letzten Schei. Es ist der Stei Nummer 4 dran von den Genfer. Und jetzt habe ich noch gerade Mist erzählt, das ist nämlich der Stein Nummer 4 von der Berner, Entschuldigung. Und da geht es darum, 2 zu stellen und darum auch die Guard. Für Genfer ist klar, sie werden alle roten Steine, die sie können, eliminieren. Darum auch hier das Peeling. Erst Stein vom Nummer 3 für Berner. Und da die Überlegung, ja, spiele ich hinter einem Gelb, spiele ich hinter einem Rot. Und der Entscheid ist gefallen, es geht im Outturn hinter einem Rotstein.
gute Länge. Eher ein bisschen zu wenig gehörlet, wenn man so die Linienabstände vergleicht. Und der Genfer ist aber der Stein im Haus egal. Sie erachten die Guard eher als gefährlich, spielen die weg. Und ich bin sicher, im Augenwinkel, im Hinterkopf ist noch der Hinger mitzunehmen. Aber so ist das wirklich hervorragend. Berner spielt jetzt hier den Come-Around um den Stein, der knapp vor am Haus liegt. Ja, sie müssen zwei stellen. Es ist so ganz, ganz schwierig. Eine Hoffnung ist die Garde oder der Stein, der gelb, der vor dem Haus liegt. Aber hier haben wir eine Doppelchance, eine Möglichkeit für einen Doppel-Take-Out. Ja, wenn der kommt, hat Bern noch zwei Steine zum Spielen. Die beiden müssten dann gut sein. Ich will nicht sagen unmöglich, aber doch nahezu unwahrscheinlich. Ja, und jetzt sieht die Situation wieder ein bisschen besser aus für Bern. Ein zweiter hinter der Gelb. Ein halber Feldstein im Anschluss von Genf, ein dritter ins Haus. Ja, und dann haben wir schon eine Drucksituation, wo es möglicherweise doch noch einmal spannend machen könnte. Aber zuerst einmal muss jetzt hier der Come-Around kommen, um den Gelbstein herum. Intern come around. Mark Pfister. Ganz wichtig, dass der Stein im Haus ist. Ja, Zeichensprache ist, glaube ich, klar. Er ist wahrscheinlich, sieht eher lang aus. Er muss sich verstecken. Ja, und das ist nicht optimal. Zeitlich reicht es für beide Teams gut. Oder der letzte Stein für eine Minute 35. Das ist eigentlich genug Zeit. Bei den Genfer mit 5 Minuten 40 sowieso ist das problemlos.
Hier in diesem Herrenspiel geht es am Ende entgegen. Neben mir ist Anna Gut, hat vorhin gerade noch gespielt und hat sich jetzt bereit erklärt, da neben mir ein paar Fragen zu beantworten. Vielleicht eine, zwei, wenn das recht ist. Bist du einverstanden, Anna? Wie geht's dir? Ja, gut eigentlich. Es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt hier nicht weitergekommen sind. Wir haben sicher alles gegeben, wir haben gekämpft. Ja, das ist ein bisschen Enttäuschung. Ich konnte vorhin mit Andi Schwaller reden, da neben mir. Und wir haben beide gesagt, es ist wahnsinnig toll, wie so ein junges Team, wie ihr eins seid. Wir haben uns erlaubt, doch gleich von Juniorenteam zu reden. Das doch schon auf das Podest schaffen. Kannst du das so anschauen im Moment? Oder ist die Enttäuschung doch noch zu gross? Ja, also klar, es ist sicher so. Wir sind noch ein Juniorenteam eigentlich. Wir sind jetzt mit Diana da. Und klar, schlussendlich, wenn wir zurückschauen, dritte Platz, super. Ja, unser Ziel erreicht, aber trotzdem jetzt im Moment. Bist du so durch dran und dann denkst du dir einfach, noch ein Sieg, bist im Finale, ist die Enttäuschung natürlich schon groß. Ja. Ja, und wenn man auch die zweite Hälfte anschaut, also ich habe vorhin gesagt, am Schluss, es ist ein 11-4, glaube ich, und aus meiner Sicht ist das Resultat zu hoch ausgefallen, es entspricht nicht dem Spielverlauf. Ja, ein spannendes Spiel gesehen, hast du das auch so erlebt? Ja, sicher, also das Spiel war sehr spannend, es hat viele auch Möglichkeiten gegeben für uns, ein Dreier zu machen zum Beispiel. Und ja, ich denke sicher, das Resultat ist etwas höher ausgefallen, als es schlussendlich vielleicht ausgesehen hat. Aber also, ich muss auch sagen, Langenthal hat sehr gutes Spiel gezeigt. Und ja, schlussendlich war das Resultat halt so gewesen. Und, ja. Aber ich habe das Gefühl, beide Teams haben eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Für uns hat es gerade nicht gelangt. Ja, das, ich habe das auch so gesehen und ich bin auch sehr froh, dass du das auch, weil ich wirklich ein tolles Spiel gefunden habe. Ich möchte euch trotz allem gratulieren. Ich glaube, man darf es auch so anschauen zu diesem tollen Erfolg, auch zu dieser Leistung, die ihr da gemacht habt. Celina, wie John hätte nicht können dabei sein, der Wechsel ist toll rausgekommen. Merci vielmals, bist du da gewesen. Auch deinem Team herzliche Gratulation. Auch wenn es jetzt eine Niederlage ist, auch wenn es ein bisschen ärgerlich ist, ich verstehe das. Trotzdem dürft ihr, glaube ich, Freude haben an dieser Leistung von euch. Und, viel Glück weiterhin, auch für die weiteren Spiele. Geht noch die SM von den Junioren und dort geht der Vollgas. Sicher, danke vielmals. Ja, ich denke, wir sind schlussendlich stolz auf die Leistung, auch gerade ohne Celina, und wünschen hier gerade noch der Celina viel Glück an der WM. Wunderbar, merci vielmals. Schönes Schlusswort. Danke, Anna. Das Herrenspiel ist beendet. Genf gewinnt 7-5. Somit haben die Genfer morgen die Chance, mit einem Sieg in diesem dritten Playoff-Spiel den Schweizer Meistertitel klar zu machen. Sollten die Genfer morgen verlieren gegen Bern Zeringer, dann würde es ein Entscheidungsspiel, quasi ein richtiges Final geben, wo nachher der Sieger den Schweizer Meistertitel mit heimnehmen. Das Spiel findet statt morgen am 10 Uhr, auch wieder hier zu Thun in der Görlinghalle. Mir bleibt merci zu sagen allen Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer, Görling-Fans. Wir haben Freude, wenn ihr dabei seid. Wir sehen gerade die Tribüne, die sich leert. Hier in der Halle sind wahnsinnig viele Leute. Auch vorhin der Andi Schwaller hat es gesagt. OK hat die ganze Arbeit geleistet. Die Eismeister, die Eiscrew, die Helfer. Man kann nicht alle aufzählen, aber ich möchte wirklich auch niemanden übergehen. Es geht an alle, die da wirklich fantastisch arbeiten. Merci alle. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend. Seid morgen noch dabei, hier in der Görlinghalle, wenn es um die Goldmedaille geht von der Schweizer Meisterschaft im Görling. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen noch einmal und einen ganz schönen Abend miteinander.